Ja, guten Abend, recht herzlich willkommen bei uns hier bei der ADG, der Akademie Deutscher Genossenschaften auf Schloss Montabaur in unserem, wie ich meine, sehr schönen Saal unserer Lichtkuppel. Wenn Sie nachher irgendwie nach draußen gehen, werden Sie sicherlich auch noch mal den Blick auf das Schloss genießen können. Seien Sie uns recht herzlich willkommen zu einer kleinen Premiere am heutigen Abend. Wir starten heute eine Talkrunde, die wir auch fortsetzen möchten, sofern sie auf Interesse stößt, wo wir uns mit Themen beschäftigen möchten, die den Zeitgeist auf der einen Seite, aber auch gesellschaftliches Engagement in den Mittelpunkt stellen und die sich im Grunde genommen mit Menschen beschäftigt, die eben auch zu diesen Themen etwas sprechen können und die auch, glaube ich, für uns alle, die wir hier dann auch dem lauschen, was hier diskutiert wird, einiges auch an Input geben möchten und können. Ich möchte vielleicht ganz kurz mal für Sie hier auch ein paar Themen noch mal adressieren, die so ein bisschen vor die Klammer zu ziehen sind. Warum fühlen wir uns jetzt ausgerechnet als ADG bemüßigt, hier eine solche Talkrunde auch ins Leben zu rufen? Das hat ein bisschen was mit unserer Genese auch zu tun, als genossenschaftliches Institut und auch als zuständige Bildungseinrichtung für die Führungskräfte, Vorstände unserer Genossenschaftsbanken auf der einen Seite, aber auch genossenschaftliche Unternehmen auf der anderen Seite, fühlen wir uns den genossenschaftlichen Werten logischerweise sehr verpflichtet. Und diese genossenschaftlichen Werte sind, glaube ich, für die Gesellschaft bei uns in Deutschland, aber auch durchaus weltweit sehr, sehr prägend. Denn es sind Dinge darin enthalten, die sehr, sehr viel mit Eigeninitiative zu tun haben, mit der Übernahme von Selbstverantwortung zu tun haben. Und was ist in der heutigen Zeit nicht alles irgendwo im Umbruch und wo erleben wir nicht alle an gesellschaftlicher Front, auf politischer Seite oder aber auch auf kirchlicher Seite eine große Orientierungslosigkeit, wo im Grunde genommen doch diese Werte uns allen die Möglichkeit geben, aus uns selbst heraus Eigeninitiativ Hilfe zur Selbsthilfe zu geben und im Grunde die Ärmel hochzukrempeln und uns im Grunde zu äußern und eben auch Dinge entsprechend anzupacken, die vielleicht der Staat oder auch die Gesellschaft von sich heraus eigentlich alleine nicht treiben können. Also eine Idee, die über sehr, sehr viele Jahrzehnte eine unheimliche Strahlkraft hat und die wir auch mit Stolz im nächsten Jahr mit dem 200. Geburtstag von Friedrich Wilhelm Raiffeisen hier auch an vielen Stellen auch feierlich begehen werden. Das Ganze wurde auch geadelt, worüber wir auch in der genossenschaftlichen Organisation sehr, sehr stolz sind, über eine Auszeichnung der UNESCO zum Kulturerbe der Menschheit und ich darf an der Stelle auch heute hier ganz herzlich Herrn Böhnke begrüßen, der diese Initiative rund um die Raiffeisengesellschaft und als Mensch, das darf ich jetzt auch sagen, hier aus der Region und Verantwortlicher in vielen Positionen, auch in unterschiedlichen, sage ich jetzt mal, beruflich bedingt einerseits, aber auch über ihr berufliches Wirken hinaus auf der ehrenamtlichen Basis jetzt hier auch begleitet. Und ich glaube, das alles sind im Grunde genommen Zeichen, die zeigen, dass man sich befassen muss, dass wir wirklich hier eine Meinung haben sollten und dass wir uns mit den Themen auch des heutigen Abends auch tatsächlich intensiv auseinandersetzen sollten. Insofern wünsche ich uns allen extrem interessante Beiträge, die wir sicherlich hören werden. Das Ganze haben wir auch nochmal untermauert, natürlich mit etwas musikalischen Genüssen. Und insofern möchte ich zwei Personen lediglich am heutigen Abend Ihnen aus meiner Perspektive nochmal vorstellen. Das ist einmal die Mitinitiatorin des heutigen Abends, die Ute Lerner, die hier gleich auch den Talk moderieren und leiten wird. Ich war sehr begeistert, als sie auf uns zukam vor einigen Wochen und mit ihrer Monaten, muss man auch schon sagen, Monaten, ich wollte es jetzt nicht ganz so dramatisch machen, und mit der Idee, dass wir doch hier eigentlich eine ganz hervorragende Location hätten, um tatsächlich auch eine solche Runde einzuberufen. Sie hat viel Erfahrung als Schauspielerin auf der einen Seite, aber auch als Moderatorin ihres UMA-Talks, den sie in Köln mal so ein bisschen in Analogie an das Nachtcafé, glaube ich, was wir auch alle kennen, ins Leben gerufen hat und hat in ihrer
alten Heimat, wenn ich das so sagen darf, in die sie zurückgekehrt ist hier im Westerwald, die Idee gehabt, Mensch, das könnte man doch auch hier ganz gut im Westerwald fortsetzen. Und da wir uns sehr schnell darüber einig waren, dass es viele spannende Themen gibt, die eben in den Kontext, ich sagte das eben, dieser genossenschaftlichen Welt eigentlich auch passen, haben wir uns dazu vereinbart, dieses Format hier tatsächlich auch ins Leben zu rufen und haben natürlich auch darauf gesetzt und gehofft, dass das für Sie, für die Menschen hier aus der Region auch ganz interessant ist, ein solches Format hier einfach mal mitzuerleben. Damit Sie nicht irritiert sind gleich, hier wird ja auch gefilmt, das hat natürlich was damit zu tun, dass wir auch ganz professionell heute auch einen Mitschnitt haben werden, den wir auch im Nachgang über unterschiedliche Medien senden wollen. Es wird nicht komplett mitgeschnitten, das haben wir uns für das nächste Mal vorbehalten, aber Sie kennen das ja auch, diese Live-Mitschnitte, die dann quasi eins zu eins auch den Menschen am TV sozusagen die Möglichkeit geben, alles mitzuerleben, die genießen ja eigentlich große Beliebtheit, sodass wir uns das natürlich auch sehr, sehr gut vorstellen können. Auf der anderen Seite möchte ich begrüßen unsere Künstlerin des heutigen Abends. Sie wird uns gleich mit einem Stück am Anfang verzaubern, das sie selbst auch bezeichnet als Crossover. Also es ist im Grunde genommen ein Potpourri aus unterschiedlichen Stilrichtungen, was, glaube ich, irgendwie ganz schön passt, um auch zu zeigen, wie Musik Grenzen überwinden kann. Auch sehr schön passend zu unseren Themen des heutigen Abends. Liebe Frau Patzelsberger, ich darf Sie einfach für das Entree hier kurz auf die Bühne schon mal bitten. Und nachdem Sie Ihren ersten Beitrag uns dann haben zu Ohren kommen lassen, bitte ich dann Frau Lerner auf die Bühne, die Sie dann eben auch noch mal persönlich etwas präsentieren wird und die uns dann durch den Abend führen wird. Viel Spaß. I love you all the time.
Cornelia Patzelsberger. Liebe Cornelia, komm doch mal zu mir. Schönen guten Abend, liebe Gäste. Ich möchte Sie kurz vorstellen, die Cornelia Patzelsberger, denn wir haben schon seit vielen Jahren immer mal wieder Kontakt gehabt, weil ich die Harfe so toll finde. Und umso schöner, dass wir jetzt endlich mal zusammengekommen sind. Und Cornelia bezeichnet sich ja als eine Crossover-Pop-Harfenistin. Das heißt, sie spielt mit den Genres, sie hat klassische Harfe studiert und klassisches Piano und spielt aber eben mit Pop, mit Klassik, mit Gesang und der Harfe. Und du arrangierst alle Songs selber, super, und du textest auch selber, schreibst selber Songs, also man darf sagen, du bist ein richtiges Multitalent. Und ja, aber nicht alle Musiker sind so vielfältig. Und vor allen Dingen, ich würde dich als musikalische Brückenbauerin bezeichnen. Und Brücken zu bauen ist das Wichtigste in der heutigen Zeit. Erstmal vielen Dank, liebe Cornelia. Wir werden dich ja später noch hören und du hast Lust, unserem Talk zu lauschen und darfst jetzt bei Herrn Dr. Tirsch Platz nehmen. Ja, ihr könnt euch ja übers Wetter unterhalten vielleicht. Okay, Cornelia Patzelsberger, vielen Dank. Liebe Gäste, liebe Frau Zimmermann, zunächst herzlichen Dank für Ihre schönen Begrüßungsworte und Ihre nachhaltigen Worte. Denn Nachhaltigkeit ist ein Thema, dem werden wir uns heute Abend widmen und dem müssen wir uns auch als Gesellschaft widmen. Liebe Gäste, herzlich willkommen. Gäste des Campus, Gäste von außerhalb, liebe Freunde und Bekannte. Wie schön, dass Sie hier sind, dass Sie in Ihrer Materie hier sind, leibhaftig hier sind und tatsächlich noch Lust haben, anderen Menschen zu begegnen, anderen Menschen in die Augen zu schauen, anderen Menschen die Hand zu geben oder andere Menschen anzulächeln. Das ist wunderbar, denn wissen Sie, das ist gar nicht mehr selbstverständlich in den Rundum-Optimierungsprogrammen, die in Silicon Valley schon lange entworfen werden. Da wissen wir gar nicht, ob der Homo sapiens irgendwann dabei ist, sich selber abzuschaffen, weil er im Grunde überflüssig geworden ist. Oder gar zum Homo technicus mutiert. Oder wie Yuval Harari, der Bestseller-Autor, der israelische Historiker, in seinem neuen Buch schreibt, zum Homo Deus aufsteigt. Wie auch immer, liebe Gäste, das ist Zukunft und vielleicht sollten wir uns eher mit dem Hier und Jetzt beschäftigen. Mit der Zeit, wo wir noch gestalten können, wo wir in den nächsten Jahrzehnten noch mitgestalten können. Denn ich glaube, es geht uns allen darum. Sie haben sich hierhin bewegt und Menschen, die sich bewegen, sind auch Menschen meistens, die etwas in Bewegung setzen wollen. Und darum geht es. Wir alle sind aufgefordert, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten diese Gesellschaft mitzugestalten, damit sie eine Zukunft hat, damit unsere Nachfahren eine Zukunft haben, damit ihre Enkel eine Zukunft haben und eine Welt vorfinden, die lebenswert und gestaltungswürdig ist. Darum geht es. Und wissen Sie, die größte Herausforderung für mich ist, mit den Polaritäten des Lebens klarzukommen, mit den Polaritäten, in denen sich unsere Welt spiegelt. Das ist einmal eine Welt, in der 650 Millionen Menschen auf der Flucht sind, in der 3,5 Milliarden Menschen am Existenzminimum leben, in der 3,1 Millionen Kinder unter 5 Jahren jährlich an Hunger sterben, in der im Jahre 2050 geschätzt mehr Plastik in den Meeren ist als Fische, in der allein in Deutschland 800 Millionen Tiere geschlachtet werden und davon alleine 20 Millionen Schweine umsonst, weil sie auf dem Müll landen. Und das ist eine Welt, in der ein Drittel oder mehr der gesamten Nahrungsproduktion auf diesem Planeten auf dem Müll landet. Und noch eine Zahl, nur noch eine Zahl. Und in der
ein Bus voll Menschen, das sind ungefähr 70 oder 80 Personen, mehr Kapital auf sich vereint als die Hälfte der gesamten Menschheit, der ärmeren Hälfte der Menschheit zusammen. Das sind ungefähr 3,5 Milliarden Menschen. Ich weiß nicht, ich kann zu dieser Zahl, ich kann sie nicht mehr kommentieren, weil es einfach pervers ist, weil ich gerade eine Albtraumwelt Ihnen vor Augen geführt habe. Und Gott sei Dank, ich sprach von den Polaritäten, gibt es nicht nur diese eine Welt, sondern es gibt noch eine andere Welt. Und das ist die Welt, die mir Hoffnung macht. Das ist die Welt, in der Menschen sich schon lange aufgemacht haben, sich zusammengefunden haben und Visionen entwickelt haben. Und Menschen, die in Kooperationen, in Initiativen, in Gemeinschaften sich zusammengetan haben und anders miteinander umgehen, ein anderes Wirtschaftssystem, ein anderes Gesundheitssystem, ein anderes System, wie wir mit unseren Kindern umgehen, ein anderes Bildungssystem dabei sind zu entwerfen oder auch schon entworfen haben oder leben. Und das ist auch die Welt, in der die Menschen anders mit unseren Mitwesen, den Tieren, die uns so viel geben, anders damit umgehen. Und das ist auch eine Welt, mit der die Menschen anders mit unserem Planeten und dem, was er uns zur Verfügung stellt und die Ressourcen, die er hat, umgehen. Ja, und das ist eine Welt, liebe Gäste, in der möchte ich leben und in der möchte ich all meine Energie entfalten, dass sie in die Zukunft geht und dass wir unseren Nachfahren diese Welt zeigen können und somit hoffen können, dass der Homo sapiens, wenn er den einmal abtritt, denn das wird auch er, dann einen Fußabdruck hinterlässt, der würdevoll ist. Quo vadis Homo sapiens? Ich begrüße recht herzlich die Gäste des heutigen Abends. Dr. Gunther Thirsch, herzlich willkommen. Marc Pirschel, herzlich willkommen. Und Katrin Hartmann, kommen Sie doch bitte hier zu mir auf die Bühne. Liebe Gäste, ich stelle Sie kurz vor, weil ich weiß nicht, ob Sie alle die Eingangstexte gelesen haben. Herrn Dr. Thirsch muss ich eigentlich gar nicht mehr vorstellen, weil eigentlich kennt ihn ja jeder, weil Herr Dr. Thirsch schon seit 1986 das Wetter präsentiert beim ZDF. Und seit 2004 sind Sie der Leiter der Wetterredaktion im ZDF, habe ich nachgelesen. Und vor allen Dingen, Herr Thirsch, habe ich die Tage noch gelesen, dass Sie in einiger Zeit an die Rente denken. Da dachte ich, das kann doch gar nicht sein, da habe ich mich verlesen, weil Sie wirken ja wirklich noch sehr jugendlich. Das hätte ich einfach nicht gedacht. Und haben Sie denn vor, Herr Thirsch, dass Sie dann nochmal in Ihre Ursprungsberufung reingehen und vielleicht so ein Seniorenruderteam nochmal auf die Beine stellen? Weil Sie sind Medaillengewinner, Goldmedaillengewinner mit 14 Jahren im Ruderachter in Mexiko. Das ist ja eigentlich Wahnsinn, mit 14 Jahren. Waren ja so ein bisschen noch ein Kinderstar, darf man sagen. Da rudert man ja nicht, sondern da steuert man halt. Ja, aber auch das muss gelernt sein und vor allen Dingen ja, mit 14 Jahren. Also Herr Thirsch, heute Abend werden Sie uns ja sehr viel über das erzählen, was wir zu erwarten haben, das Klima betreffend. Und ja, ich bin sehr gespannt, weil ich habe hier, ich glaube, ich habe mich überarbeitet, liebe Gäste, weil ich habe hier so viel Material, wahrscheinlich würden wir morgen früh noch hier sitzen. Also ich muss meine Fragen verknappen vermutlich. Marc Pirschel, herzlich willkommen und ganz toll und einen Riesenapplaus. Der Marc Pirschel ist eingesprungen. Und ich will das gar nicht einspringen nennen, sondern es ist so toll, weil
Ich hatte ja den Bertram Verhaag eingeladen und der einen Film auch mitgebracht hat. Und da geht es um Agrarindustrie, unsere Nahrung und die Landwirtschaft. Und der Marc Pirschel bringt einen ganz neuen Film mit. Der ist nämlich gerade erst im September in die Kinos gekommen. Und der Titel heißt The End of Meat. Das Ende des Fleisches. Und das ist eine große Frage aktuell in unserer Gesellschaft. Und ich bin sehr gespannt, was Sie uns zu erzählen haben. Marc Pirschel. Liebe Katrin Hartmann, herzlich willkommen. Danke. Sie sind Journalistin und Autorin, haben für die Frankfurter Rundschau geschrieben, für Neon und haben 2009 ihr erstes Buch rausgebracht mit dem Titel Ende der Märchenstunde. Das lässt schon eine gewisse zarte Ironie im Titel vermuten und das Buch ist auch nicht minder einfach. Ich habe es mir im Sommer zu Gemüte gezogen. Das war insgesamt mit den drei Büchern von Frau Hartmann ein anstrengender Sommer. Tut mir leid. Ja, das zweite Buch aus kontrolliertem Raubbau. Und das, nee, wir müssen leider draußen bleiben. Genau, auch ein aparter Titel. Und das dritte aus kontrolliertem Raubbau. Und jetzt im Februar kommt noch ein neues Buch raus, das heißt Die grüne Lüge. Genau. Das heißt, allein schon vom Titel her zu vermuten, Frau Hartmann legt den Finger dahin in unserer Gesellschaft, wo es weh tut. Ja, liebe Frau Hartmann, herzlich willkommen auch Ihnen. Und ja, genau, wir können noch mal... Lieber Marc Pirschel, ich würde sehr gerne das Gespräch starten mit dem Thema, was Sie mitgebracht haben, nämlich The End of Meat, das Ende einer Welt des blutigen Fleisches, wohlgemerkt. Darf ich mal fragen, Sie haben einen Film davor schon gemacht, der hat sich auch schon mit der veganen Lebensweise beschäftigt. Genau, also der hat so ein bisschen nachgespürt, warum sich Menschen dafür entscheiden, also aus welchen Gründen, ethische, ökologische, gesundheitliche Bedenken und der hieß Live and Let Live. Ja, genau. Und wie lange sind Sie denn persönlich schon auf dem Weg? Mit 17 Jahren habe ich mich entschieden, vegetarisch zu leben und dann 4 Jahre später bin ich vegan geworden. Wow. Und es gibt ja im Grunde jetzt zwei Sachen, was die Entscheidung kein Fleisch mehr zu essen betrifft. Das ist einmal der ethische Moment und das ist einmal die Geschichte der ökologischen Belastung. Können Sie uns da mal etwas drüber erzählen? Ja, also es ist auch ein Thema in meinem Film. Also die Tierhaltung global hat natürlich einen enormen Effekt auf den Planeten, auf uns selber und unsere Gesundheit. Also die FAO sagt, dass ungefähr 18% der Treibhausgasemissionen auf die... Würden Sie sagen nochmal FAO? Das ist die Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen. Okay. Die sagt, dass 18% der Treibhausgasemissionen auf die Tierhaltung zurückzuführen sind. Studien belegen, dass 33% des Trinkwassers verbraucht werden. Ungefähr 45% der globalen nutzbaren Landfläche werden davon belegt und ca. 70% des Regenwaldes sind für Futtermittelanbauflächen und für Weideflächen vernichtet worden. Genau. Amazonas habe ich 75% sogar schon. Ne? Ja, gibt es glaube ich verschiedene Zahlen. Okay, ja, so aber naja, die 5% mehr oder weniger machen eigentlich auch nichts mehr aus in dem Falle. Ja. Und wir werden heute Abend ja auch über das Thema mit Ihnen sprechen, dass es trotzdem noch möglich wäre, Fleisch zu essen, denn da arbeiten auch schon viele Menschen dran, Fleisch zu präsentieren, was nicht aus dem Tier genommen wird, also aus dem toten Tier, sondern was gezüchtet wird in Zellen. Es ist keine Gentechnik, sondern es wird aus den Zellen des Tieres gezüchtet. Könnten Sie da vielleicht mal ganz kurz auch was zu sagen, weil Sie haben schon denjenigen, der das erste In-vitro-Steak 2013 vorgestellt hat in London, den haben Sie auch in Ihrem Film.
Genau, das ist der Professor Mark Post von der Universität Maastricht und das war ein Burger, es war kein Steak und der hat damals noch 250.000 Euro gekostet, finanziert von Sergey Brin von Google. Mhm. Und mittlerweile hat sich das schon ein bisschen relativiert, also mittlerweile liegt, glaube ich, ein Kilo bei 60 Euro. Und es gibt mittlerweile viele Firmen, die daran forschen. Also wir waren für den Film bei verschiedenen, auch in Silicon Valley zum Beispiel. Mhm. Und es ist ein wachsender Markt. Also zum Beispiel Bill Gates hat vor kurzem investiert, Richard Branson. Das ist übrigens ein guter Freund von Frau Hartmann. Da werden wir heute Abend noch drüber hören. Ja, und die erste Firma hat jetzt vor kurzem sogar das erste Produkt für nächstes Jahr angekündigt. Das wird dann... Für nächstes Jahr? Für nächstes Jahr, ja. Wow. In den USA. Cultured Hühnchen, also. Wow. Okay. Darf ich mal kurz in die Runde fragen? Herr Thirsch, das ist ja jetzt nicht so intim, die Frage. Essen Sie Fleisch? Ja, selbstverständlich. Und viel oder? Naja, vielleicht zu viel. Ich esse ja häufig in der Kantine des ZDF. Das, ja. da gibt es aber auch ein vegetarisches Gericht. Eins? Oh, das ist ja schon sehr... Naja, ja klar, ich meine, wir haben drei, vier, das ist... Also wenn Sie eine Pizza haben, die ist manchmal auch sehr dünn belegt mit irgendwelchen fleischigen Sachen, dann ist das ja auch schon halb vegetarisch und dann haben Sie noch ein Nudelgericht und dann haben Sie eben zwei Fleischgerichte oder Fisch. Finde ich schon ganz gut. Und da bediene ich mich auch mal, wenn es denn... gut klingt und wenn es nicht nur zusammengemixtes Gemüse ist, dann esse ich auch vegetarisch auch gerne. Ja, gar keine Frage. Aber klar, ich esse auch Fleisch. Okay. Ja. Nein, das finde ich auch gut, dass Sie das so offen sagen. Ja, natürlich. Also dazu stehe ich auch. Das ist sehr gut. Ich will noch kurz was sagen. Ja. Das mit dem Fleisch oder sagen wir mal mit der Rinderproduktion in den tropischen Gebieten wie Brasilien oder auch in Asien ist es ja mehr die Ölpalme, die den Regenwald zerstört. Das geht nicht alles auf Kosten dieser Rinderfarmen, sondern sehr viel Land geht auch dadurch verloren, dass man vor 20 Jahren arme Bauern aus dem Nordosten Brasiliens, in Rondônia zum Beispiel, im brasilianischen Regenwald angesiedelt hat. Die haben alle ein Gebiet bekommen, das war ungefähr 1 Kilometer breit und 5 Kilometer lang. Und ich zeige Ihnen nachher Satellitenbilder, wie dort die Rodung des Regenwaldes vonstatten geht. Und diese Leute, die haben einfach nur ihre, sagen, die haben das nicht alles auf einmal niedergemacht, sondern nacheinander. Und dann konnten sie 2, 3 Jahre lang tatsächlich ihre Getreide oder Mais oder sonst was für sich anbauen. Danach war der Boden aber erschöpft. Das sind Pozzolböden, die haben kaum Dünger. Nur dadurch, dass der Regenwald immer wieder auch Blätter niederlässt, ernährt er sich selbst. Und dann dadurch wird immer mehr, alle Jahre immer wieder dieser Regenwald immer weiter vernichtet. Aber es gibt riesige Flächen, die mit Ölpalmen besetzt werden. Das sind gigantische Flächen, 20 mal 40 Kilometer werden in Peru auf einmal niedergemacht. Und da werden Ölpalmen eingesetzt, genauso in Indonesien, in Borneo. Aber ich will, diese 70% sind nicht allein diese Farmen, ja, wo ja auch deutsche Autoindustrie... Okay, das wollte ich eigentlich nur sagen. Okay. Also, die Frage, wir waren jetzt gerade bei dem In-vitro-Fleisch, wie es sich nennt, und das eben jetzt schon immens geforscht wird. Und dass der Herr David Precht, der sehr bekannte deutsche Philosoph, den man auch überall hört. Und ich finde, er hat sehr gute Sachen zu sagen. Er sprach im Sommer auf einer Agrarversammlung des Agrarverbandes und sagte, die deutsche Regierung ist dabei extrem eine Sache, Sie waren, glaube ich, vielleicht auch das, der hat das auf dem Kongress auch nochmal gesagt nach ihrem Film. Deutschland ist dabei, extrem viel zu verschlafen, nämlich er sieht, dass in den nächsten 20 Jahren das Fleisch, das blutige Fleisch, tatsächlich ein Nischenprodukt wird und dass es einfach ethisch nicht mehr vertretbar sein wird, Fleisch zu essen. Das ist also seine Worte. Und dass jetzt eben Deutschland einsteigen sollte in die Forschungen und mit investieren sollte.
Können Sie da nochmal auch was zu sagen? Ja, das ist ganz richtig. Also mittlerweile gibt es, glaube ich, 8 Konzerne, die daran forschen. Also in den USA, in den Niederlanden, in Israel und ich glaube in Chile. Aber tatsächlich gibt es keins in Deutschland und es gibt auch keine, ja, keine Start-ups oder ähnliches, was ja in den USA hauptsächlich der Fall ist. Also die dann auch ja, das notwendige Kapital zur Verfügung haben. Und da hat der Herr Precht in der Tat recht, aber wenn er sagt, dass wir was verschlafen, weil gerade interessieren sich natürlich auch Großunternehmen für diese Technologie und versuchen natürlich da, die in Zukunft zu patentieren. Und da genau, und wenn alle diese Patente, wenn die abgreifen, diese paar genau. Großen, dann haben die anderen keine Chance mehr. Richtig, ja. Und da sprach er ja auch von der genossenschaftlichen Idee, dass sich Leute, Bauern auch zusammentun sollen, um eben auch Zugriff auf diese Patente zu haben, damit sie in 10 Jahren oder in 20 Jahren nicht da stehen. Ja, also man muss dazu sagen, es gibt auch 2 Unternehmen, mit denen wir gesprochen haben für den Film, die versuchen, das Open Source zu machen. Das heißt, die finanzieren einzelne Wissenschaftler, die ein Patent so weit bringen, dass sie es anmelden und dann wieder ja, der Öffentlichkeit zugänglich machen, sodass es quasi nicht patentiert werden kann von großen Firmen. Ja, ja, ja. Herr Tirsch? Ja, mir fällt dazu nur ein, wer soll denn dieses Fleisch essen? Ich wollte Sie gerade fragen, würden Sie denn, wenn es jetzt so einen In-vitro-Burger gäbe, den man jetzt im Supermarkt kaufen kann, das ist ja das Ziel irgendwann und der auch billiger sein soll, würden Sie den essen? Nee. Okay. Und ich denke auch, es wird für die Eliten der Gesellschaften weltweit nie ein Ziel sein, dieses Fleisch zu essen. Man wird dieses Fleisch denen geben, die sich nur billiges Fleisch leisten können, das bei uns heutzutage mit Schwein produziert wird, für das Kilo 5 oder 3 oder 4 Euro. Das denke ich. Ja? Okay. Und mich muss man erstmal loswerden und ich werde vielleicht, wenn ich Glück habe, 20 oder 30 Jahre noch leben. Dann bin ich auch weg. Es kann sein, dass meine Kinder da schon eher reingehen und die nachfolgende Generation, das glaube ich, dass es für ein Ziel ist. Aber ich glaube nicht, für jemanden, der 60 Jahre lang Fleisch gegessen hat und der eine Vorstellung von Fleisch hat, dass es von einem Tier kommt, dass ich mich tatsächlich entscheiden kann, dieses gezüchtete, ich kenne das, kenne diese Sache, esse. Das ist für mich ähnlich, als wenn ich Tofu esse. Und Tofu wird immer, oder Soja. Soja wird immer versucht, Fleisch nachzumachen. Ja, und ich weiß nicht, ob das einen Sinn hat. Ja? Also ich muss nicht unbedingt das Gefühl haben, ich esse jetzt Fleischgulasch, obwohl es Soja ist. Sondern ich kann mir vielleicht vorstellen, dass man aus Soja etwas anderes machen, kann man ja auch machen kann, was nicht immer unbedingt dem Fleisch nachempfunden wird. Wenn da steht dann Sojawurst oder so etwas, das sind für mich so Dinge, damit kann ich gar nichts anfangen. Warum muss man vegetarische Lebensmittel als Fleisch bezeichnen? Das ist ja ein Vormachen, man hätte jetzt Fleisch. Ja. Das sind so Sachen, die ich nicht so ganz verstehe. Okay. Frau Hartmann, Sie sind ja auch, glaube ich, Veganerin? Vegetarierin. Vegetarierin, ja. Schon lange oder? Schon sehr lang, ja. Schon fast 30 Jahre. Okay, ja. Wie empfinden Sie das denn? Also ich würde es auch nicht essen, einfach weil ich mit Fleisch gar nichts mehr anfangen kann. Ich habe noch nie ein Steak. Ja, genau. Nicht mehr essen. Ich habe noch nie ein Steak gegessen. Noch nie? Nein, ich habe zu früh aufgehört, glaube ich, mit Fleisch, als dass ich tatsächlich in den Genuss eines Steaks gekommen wäre. Deswegen würde mich das jetzt auch nicht, wäre das für mich sehr befremdlich, das jetzt künstlich hergestellt zu essen. Also Sie brauchen das eh nicht. Ich brauche das nicht, nein. Sagen wir mal so. Ich brauche es nicht. Okay. Marc Pirschel, für wen wäre denn das Fleisch, was tatsächlich jetzt eben in den nächsten Jahrzehnten, wie beispielsweise Herr Precht sagt, das blutige Fleisch verdrängt? Also ich glaube, die Zielgruppe ist tatsächlich der Herr Tirsch, also Menschen, die Ersatzprodukte furchtbar finden und die auf jeden Fall Fleisch auf ihrem Teller gerne hätten weiterhin. Und also Umfragen zufolge sind das so 50%, die das essen würden, also von der Allgemeinheit. Und das Produkt hat es natürlich auch schwer, wenn es In-vitro- oder Laborfleisch heißt, dann ist das natürlich irgendwie so Science-Fiction-artig. Und in den USA ist man da schon ein bisschen weiter, da wird es jetzt gerade Clean Meat genannt, also sauberes Culture Fleisch. Culture Meat hatte ich jetzt genau, gehört, Culture, das hört sich doch super an. Clean Meat, also so. Culture Meat, ja.
quasi auch die Vorzüge so ein bisschen mehr zu verkaufen. Ja, aber wenn Sie sagen, die Zielgruppe wäre Herr Tirsch und Herr Tirsch sagt, ich würde das nie essen, das ist ja... Dann müssen die Marketingstrategen noch ein bisschen härter arbeiten. Okay, und... Ja, aber ich habe ja gesagt, das ist eine zeitliche Begrenzung. Ich bin ja irgendwann weg. Ja. Also, nehmen das jetzt mal nicht so eng, die Zeitspanne. Das kann ja noch, wer weiß. Ja. Naja, okay. Wenn man älter ist, ist ja auch weniger Fleisch eher gesünder, ne? Sagen wir es einfach so. Und ich bin ja auf dem Weg zu sagen, ich will auch weniger Fleisch, insofern. Okay, kennen Sie denn die Zahl, die jetzt von Ärzten empfohlen wird? Wie viel das ist im Jahr pro Kopf? Oh nee, das kenne ich nicht, aber man kennt ja dieses alte einmal die Woche, nicht? Das wäre, wenn wir dahin zurückkommen, wäre es echt super. Gerade mit den Viechern, die so viel Methan, also Treibhausgase in die Atmosphäre bringen. Aber Sie essen noch mehr als einmal in der Woche? Ja. Okay, also auf jeden Fall kann ich Ihnen mal sagen, was die Ärzte empfehlen. Das sind 20 bis 25 Kilogramm pro Kopf im Jahr. Und der Verbrauch ist, Herr Pirschel, tatsächlich 60 Kilogramm. 60 Kilogramm. Also alleine aus medizinischer Sicht könnte man da noch reduzieren. Gut, ich muss natürlich sagen, ich habe auch eine Meinung dazu. Ich esse ja nun auch kein Fleisch und mache zweimal im Jahr eine Ausnahme mit einer tollen Gulaschsuppe von meiner Freundin gekocht. Aber ansonsten bin ich auch fast vegan und fühle mich da eigentlich ganz gut mit. Aber egal, was wir hier vorne sehen, spiegelt ja auch Sie im Publikum. Da gibt es Menschen, die schon lange vegan sind, die noch nie Fleisch gegessen haben, die gerne Fleisch essen und so weiter und so fort. Herr Pirschel, ich würde ganz gerne jetzt einen kleinen Ausschnitt aus Ihrem Film mal zeigen. Liebe Regie, können wir den kleinen Einspieler von Marc Pirschels Film The End of Meat mal sehen? There's beef, there's pork and ham, there's lamb. Meat and eggs help the body grow and make it strong. Meat is good for you. It was just like meat, 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 and meat, and more meat. And man, they like meat. It was like nonstop. E. coli, salmonella, people getting sick, and I'm sure some people died from it. Eating processed meat can cause cancer. We can assure consumers it's safe, our beef is safe. Rats, foxes, even minks are being fraudulently sold as beef or mutton. Meat consumption is rising in many countries, despite warnings. Well, this is the big elephant in the room that nobody's talking about. It's very tasty. Livestock contributes more to climate change than cars. 1.8 million hectares of the Amazon are cut down each year, 75% attributed to the expansion of cattle ranches. Perhaps one of the most shocking things about factory farms is that there's almost no one watching them. Is this sort of a cultural war right now? Fleisch. Für die meisten von uns ist es noch immer ein fester Bestandteil unserer Ernährung. Aber in letzter Zeit beginnt das Bild von Fleisch als lebensspendendem Stoff zu wanken. Während es früher als Symbol für Wohlstand und Kraft galt, wird immer klarer, welche Probleme es verursacht. Für unseren Planeten, aber auch für uns selbst. Wir nehmen den Verzehr eines Steaks oder eines Burgers schon lange nicht mehr als Luxus wahr und verlieren immer mehr den Bezug dazu, woher das Fleisch eigentlich kommt. In den westlichen Industrienationen wird fleischlose Ernährung immer mehr zum Trend. Und obwohl diese Ernährungsform an sich nichts Neues ist, wird es auch in Deutschland immer beliebter, sich rein pflanzlich zu ernähren. Ich fragte mich, wie eine Welt aussehen würde, in der wir keine Tiere mehr essen. Und so machte ich mich auf zu den Vorreitern der veganen Bewegung in Deutschland und zu Forschern, die sich mit den Auswirkungen der pflanzlichen Ernährung beschäftigen. Ich reiste in die erste vegetarische Stadt der Welt, erfuhr etwas über das Leben von geretteten Nutztieren auf Lebenshöfen, sprach mit Philosophen und Anwälten, die sich für Tierrechte einsetzen, und tauschte mich mit Wissenschaftlern aus, die Fleischersatzprodukte für die Zukunft entwickeln. Doch zuallererst wollte ich mehr darüber erfahren, wie Fleisch erzeugt wird und wie wir mit den Tieren umgehen, von denen es stammt. Well, first of all, I was raised being taught that the domestication of other animals was a great thing for humanity and a great thing for animals.
But then over time I came to learn that it was a lie. That other animals were captured, they were enslaved, they were biologically manipulated. I thought they were desecrated. In my work, I refer to that practice as domestication. Once the domestication of other animals started, men got on their backs and they began to go long distances. They began to use other horses as instruments of warfare and violence, raiding more sedentary peoples and killing people, enslaving them. So for example, when the Europeans invaded the Americas, they could only conduct that invasion through the use of horses as instruments of war. Dankeschön. And cows and pigs and sheep. Also ich habe den Film ja gesichtet. Ich finde ihn sehr, sehr gut und er hat mich auch berührt. Vor allen Dingen hat mich berührt das Thema Massentierhaltung, weil ich glaube, das ist auch nochmal innerhalb dieser ganzen Thematik, ob man jetzt Fleisch isst oder nicht, ein ganz wichtiges Thema. Und ich glaube, das ist ein Thema, dem wir uns als Konsumenten nicht wirklich stellen, weil es ist auch ein Thema, was gerne weggedrängt wird, ins Dunkle, in den Schatten gedrängt wird, weil wir bekommen das ja alles irgendwie so gar nicht mit, wie das alles passiert. Wir haben nur dieses kleine rote Etwas, das wunderbar hergerichtet wird von tollen Köchen, auf dem Teller. Aber was passiert ist auf dem Weg, das können wir uns vorstellen, aber ich habe das Gefühl, wir verdrängen das sehr. Ja, ich glaube, das ist auch der Punkt, warum es so erfolgreich ist, dass es ja quasi diese Kategorisierung gibt in Nutztiere und Haustiere, und diese Nutztiere sind eigentlich Tiere, also der größte Teil von Tieren in Deutschland, also 750 Millionen werden jedes Jahr geschlachtet. Die bekommen wir ja kaum zu Gesicht, also man sieht mal einen Tiertransporter auf der Autobahn oder irgendwie so eine Massentierhaltung oder riecht sie viel mehr. Und ich habe versucht, so ein bisschen diese Tiere sichtbarer zu machen. Also genau. Wie leben die, wie ist so die Lebensspanne überhaupt und in welchen Bedingungen werden die groß und sterben sie dann für unser Fleisch? Sind wir denn als Gesellschaft in irgendeiner Weise schizophren? Weil wir haben doch eine Riesenliebe zu Tieren. Wir haben Haustiere, die wir verhätscheln. Und sind wir schizophren, Frau Hartmann? Ja, sicher. Also natürlich ist es schizophren. Es gibt ja eigentlich keinen Grund, einen großen Unterschied zu machen zwischen einer Kuh und einem Hund. Das ist ja tatsächlich angelernt und durch weitergegeben, dass man das eine töten darf und das andere nicht. Das ist schizophren, man kann das alles wissen. Es gibt auch diese Bilder aus diesen Massentierhaltungen. Es gibt die Fleischskandale, jeder weiß, wie viel Dreck in Fleisch drin ist. Und trotzdem ist es so, dass wenn die Grünen einen Tag die Woche eine einzige Mahlzeit und auch nur in der Kantine ohne totes Tier vorschlagen, Deutschland einen komplett einen Nervenzusammenbruch kriegt und von Zwangsernährung und Essensdiktatur spricht. Und da bin ich mit meinem Latein dann manchmal auch am Ende und frage mich, was ist eigentlich los? Also Gent zum Beispiel, eine Stadt in Belgien, hat seit 2009 eingeführt, dass jeden Donnerstag in der ganzen Stadt ein fleischfreier Tag ist. Auch in den Schulkantinen und so weiter. Und das finde ich zum Beispiel mal eine großartige Sache, denn wir müssen ja sehen, dass wir als Konsumenten irgendwie zusammenkommen, die Menschen, die gerne Fleisch essen und die es ablehnen. Wir müssen ja irgendwo mal eine Mitte finden und zusammenkommen und einen Konsens finden als Gesellschaft. Und ich finde auch, dass wir zum Beispiel hier in Deutschland, könnten wir da, was die Politik angeht, wesentlich mehr Impulse setzen. Oder wie könnte das noch aus der Zivilgesellschaft irgendwie entstehen? Also ich denke, es muss erstmal so eine kritische Masse geben, bevor sich die Politik stärker dem Thema annimmt. Also es gibt ja schon diverse Vorstöße von den Grünen, von der Linken,
Aber es ist halt eine sehr, sehr starke Lobby mit der CDU, CSU, die natürlich diverse wirtschaftliche Interessen haben, dass es so weitergeht wie bisher. Denn Fleisch ist billig und so soll es auch bleiben. Aber da müssen Sie mir mal erklären, also wenn es jetzt um Effizienz geht, was ja für den Markt, für die Wirtschaft wichtig ist, ist ja klar, Effizienz. Für ein tierisches Kilokalorien zu erzeugen, braucht man 7 pflanzliche Kalorien. Das ist doch überhaupt nicht effizient, Frau Hartmann, oder? Jetzt rein vom Rechnen her. Also, so. Naja, es ist in Deutschland ja zumindest so, dass in eine Landwirtschaft, zu der auch die Massentierhaltung gehört, die schädlich ist, sowohl gegen Menschen als auch gegen Tiere, wie auch gegen die Natur und das Wasser, subventioniert wird, während anderes nicht subventioniert wird. Wenn man sich die Landwirtschaft in Deutschland anschaut, dann könnte sich Deutschland mit der Agrarfläche, mit den Bedingungen zu 98% eigenständig selbst ernähren. Ist übrigens eine Zahl aus einer Broschüre des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Stattdessen wächst auf 2/3 der Fläche in Deutschland Futter für Tiere oder es wird anderweitig für die Tierhaltung hergenommen. Ein weiterer Teil in Deutschland wird dafür hergenommen, sogenannten Biosprit zu produzieren oder Energie zu produzieren. Das heißt, auf nur noch einem relativ kleinen Teil wächst eine gute, abwechslungsreiche Ernährung, was dazu führt, dass Deutschland tatsächlich der drittgrößte Importeur von Nahrungsmitteln weltweit ist. Und das ist nicht zuletzt auch eben solchen Subventionen geschuldet und auch eben einer großen Lobby, Sie haben es ja eben auch schon erwähnt, die an dieser Art von Landwirtschaft festhält, die ja nicht nur in Deutschland große Schäden anrichtet, sondern auch einen großen Fußabdruck in der Welt hinterlässt, wenn Lebensmittel dort hergestellt werden müssen, woanders hergestellt werden müssen und dann der lokalen Versorgung anderswo in Konkurrenz treten. Und ich würde jetzt aber doch gerne noch mal etwas da hinzufügen, weil ja immer so eine Einigkeit darüber herrscht, dass man gegen Fleischersatzprodukte so empört sein muss. Der Großteil der Ernährung, die wir in einem normalen Supermarkt vorfinden, ist im Prinzip Plastikessen und Ersatzernährung. Aber darüber regen sich irgendwie nicht so richtig viele auf. Also jede Tütensuppe, die einem verspricht, eine Tomatensuppe zu sein, ist wahrscheinlich größerer Fake als ein Tofu-Würstchen. Und das hängt natürlich miteinander zusammen und auch mit dieser Form der Landwirtschaft zusammen, dass es da eine ganz große Auswahl an Plastikessen gibt, das aber irgendwie nicht wirklich als gute Ernährung zu bezeichnen ist, das aus problematischen Zutaten hergestellt wird aus aller Welt. Circa 200 Zutaten in so einer Knorrsuppe. Genau, 200 alles bloß nichts Natürliches, ja. Während aber gleichzeitig keine Landwirtschaftspolitik verfolgt wird, obwohl viele Menschen in Deutschland sich dafür auch schon einsetzen, dass sich das ändert, das darf man auch nicht vergessen, und sich eine andere Landwirtschaft wünschen. Aber ich glaube, das ist schon so ein Punkt, wo man ansetzen kann, wenn man Dinge verändern will, global und auch vor Ort. Ich muss mal fragen, woran liegt denn das? Woran liegt es, dass wir Nahrungsmittel oder dass wir in Deutschland für Nahrungsmittel so wenig bezahlen müssen wie nirgendwo auf der Welt, bezogen auf das Einkommen? Ja? Woran liegt das? Das liegt daran, unter anderem, dass billige Preise erwünscht sind, denn die stabilisieren niedrige Löhne noch dazu. Dass jeder soll alles und so viel von allem Möglichen kaufen können, wie nur geht. Und deswegen sind solche Preise, solche Niedrigpreise auch erwünscht. Und das ist natürlich ganz fatal. Ich weiß, dass in anderen Ländern, in Frankreich, in Italien, im Verhältnis zum Einkommen sehr, sehr viel mehr Geld für Essen ausgegeben wird und auch ein ganz anderes Verhältnis dazu gibt. Aber es ist auch politisch erwünscht, dass Lebensmittel wenig kosten, dass man womöglich am wenigsten für Lebensmittel ausgeben kann, damit auch möglichst gering Verdienende, und Deutschland ist ja ein großer Billiglohnmarkt mittlerweile, wofür sich Deutschland rühmt in der Welt, um das aufrechtzuerhalten. Und das finde ich eigentlich ganz besonders tragisch, in dem Moment, wo dann gerade Menschen, die nicht so viel Geld verdienen, vorgeworfen wird, aber du gehst in den Discounter und kaufst den billigen Mist. Also das ist so ein Teufelskreis, glaube ich. Und wir kommen ja noch, Frau Hartmann, zu dem billigen Mist, weil wir werden mal da hinschauen, wo dieser billige Mist produziert wird, weil Sie waren ja tatsächlich in mehreren Ländern
Indonesien, Bangladesch und haben sich tatsächlich vor Ort umgeguckt, wo eben man sonst nicht hingeht und wo auch nicht die Leute der ganzen NGOs hingehen, die dann auf irgendwelchen Konferenzen sitzen und sie sind da wirklich in die wirklich schlimmen, also Höllen, haben sie es teilweise gesagt, in die Hölle gegangen und da werden wir gleich noch drüber reden. Ich würde ganz gerne nochmal zurückkommen, Marc Pirschl, Sie haben auch eben, es waren so viele tolle Sachen in dem Film, aber eine Sache ist, Sie haben ja auch Indien nochmal in den Fokus genommen. Indien ist ja hinduistisch geprägt, wo eh nicht viel Fleisch gegessen wird, religiös. Aber da findet jetzt gerade was ganz anderes statt, wie jetzt hier in Europa. Hier in Europa hat man gesehen, dass die Jugend tatsächlich immer mehr, gerade die Jugend immer mehr ins Vegane reingeht und dass das auch in ist und hip ist. Und erzählen Sie doch mal, wie das in Indien so ist, obwohl Sie auch eine vegane Stadt porträtieren. Ja, in Indien ist es so, dass es natürlich gerade ein enormes Wachstum gibt und jetzt kommen natürlich, also die Löhne steigen, gerade der mittleren Einkommen und der Einfluss der westlichen Welt, das heißt, da kommen die ganzen Fastfood-Unternehmen, KFC, Pizza Hut, McDonald's kommen in die Städte und das ist natürlich hip bei den Jugendlichen und die vorher hinduistisch geprägt waren und eher vegetarisch sich ernährt haben, die essen jetzt zunehmend Fleisch. Das heißt, der Konsum von Fleisch steigt an und mit dem enormen Bevölkerungswachstum in Indien ist das natürlich ein zunehmendes Problem, auch diesen Fleischbedarf zu decken. Also es ist natürlich immer noch sehr klein im Vergleich zu den westlichen Ländern, aber mit dem Wachstum wird es natürlich rasant ein großes Problem. Und es ist ja auch so, dass, also man kann es ja auch so beschreiben, dass diese Gesellschaft einfach was nachzuholen hat, weil ne, die Mittelschicht ist da jetzt viel größer geworden und das ist etwas, was wir ja eigentlich die letzten 30 Jahre hatten, diesen Wohlstand, dieser Überfluss, dieser totale Überfluss. Uns hat ja nichts gefehlt. Und das ist so ein bisschen das, was die so, glaube ich, kann man das so sagen, dass die das so ein bisschen nachholen, diese westliche Western Way of Life? Kann man schon so sagen, ja. Also wir waren ja in Indien, haben da in verschiedenen Städten gedreht und wenn man durchs Stadtbild läuft, dann wird es halt immer weniger indisch und immer mehr westlich. Also durch die ganzen multinationalen Konzerne, die da ihre Kultur mit einbringen und da jetzt, das sich so ein bisschen in Richtung Westen verschiebt. Und darf ich da noch was zu sagen? Sehr gerne. Mhm. Ich kenne die Situation aus Nepal und aus Myanmar. Und ich kann nur sagen, es geht nicht nur um Fleisch, was ich jetzt erwähne, sondern es geht vor allen Dingen über die Überschwemmung des Marktes mit chinesischen Produkten. Und das ist echt fatal. Da werden als erstes in Kathmandu zum Beispiel, ich war vor 35 Jahren in Kathmandu und war jetzt wieder in Kathmandu, da werden für $400 kleine Motorräder verkauft von Indien, werden importiert nach Nepal. Und Sie können sich, ich weiß nicht, wer schon mal in Nepal war oder jetzt vielleicht mal vor den letzten 10 Jahren. Und da fahren auf den Straßen Hunderttausende von diesen Zweitaktern rum. Wenn man eine Viertelstunde durch Kathmandu heutzutage geht, dann haben Sie so eine Birne und Sie sehen eigentlich nur 200 Meter weit. Das ist alles Smog. Ja, das ist gigantisch. Und in Myanmar. Das Problem in diesen Ländern ist, dass alles in Plastik eingepackt ist und die Leute nicht wissen, wie Plastik funktioniert. Es funktioniert eben nicht wie Papier oder wie eine Reisverpackung oder so etwas, das man wegschmeißen kann und dann verdorrt das, sondern sie schmeißen es weg und dann liegt es in der Landschaft rum. Das ist gigantisch. Ja? Und das finde ich auch neben diesem Fleisch meinetwegen, finde ich dieses als ein großes Problem. Bloß, wir können ja die Welt nicht retten. Und wir haben sie in den letzten 60 Jahren, in denen ich erwachsen, oder in den letzten 40 Jahren, in denen ich Verantwortung hätte übernehmen können, ich habe sie ja nicht übernommen. Das heißt, wir haben als Ältere das ja einfach so laufen lassen. Wir haben es nicht geschafft, das, was wir in den 70er Jahren gesagt haben, wir wollten eigentlich den Hunger bekämpfen, wir wollen, dass es den Leuten in Afrika, in Asien besser geht, vielleicht ähnlich so wie uns. Wir haben es ja nicht geschafft. Die Schere ist ja noch weiter auseinandergegangen. Insofern sehe ich, und das ist mein Pessimismus, ich sehe gar keine Chance, dass sich was ändert. Wir können nur hier was machen für uns. Aber wir können die Welt nicht retten, denke ich. Wenn wir hier was tun wollen, dann stellen wir dieses Land auf irgendwelche vernünftigen ökologischen Stelzen. Das ist meine Meinung. Und dazu kann
dazu gehören, dass wir weniger, dass wir vor allen Dingen, ich will gar nicht sagen, dass wir weniger Fleisch konsumieren, aber es muss erstens teurer werden, es muss völlig anders produziert werden. Was sich abspielt in diesen großen Mastbetrieben, ist eine Katastrophe. Jetzt erst neulich sind zwei oder drei Leute freigesprochen worden, die unerlaubt Filmaufnahmen gemacht haben. Das war mal ein Lichtblick. Ja? Also völlig klar, da muss sich was ändern. Ja. Können wir was ändern, Frau Hartmann? Ja, klar kann man was ändern. Also, also mehr noch als hier. Ich glaube, also ich bin ja, also ich habe ja viele schreckliche Dinge gesehen auf meinen Reisen, aber mich hat vor Ort ja natürlich auch immer interessiert, wie funktionieren die Bewegungen vor Ort, wie kämpfen die Leute vor Ort um ihren Regenwald in Indonesien. Und das ist natürlich eine sehr gewalttätige Geschichte mit Palmöl und der Regenwaldabholzung und dem Landraub. Es gibt dagegen aber auch wirklich einen sehr großen Widerstand, der auch durchaus Erfolge hat. Und ich möchte sogar sagen, dass kleine lokale Organisationen, die gut vernetzt sind, die über, auf dem Rechtsweg, die immer wieder Unternehmen aufdecken, die irgendwo illegal abgeholzt haben, das beweisen, vor Gericht ziehen, so möglicherweise schon mehr Wald gerettet haben, mehr Lebensgrundlage gerettet haben. Das darf man ja nicht, also es ist ja nicht nur Wald retten, es ist ja Lebensgrundlage retten. Und damit sehr erfolgreich waren. Und ich habe in Bangladesch, da war ich zweimal zu verschiedenen Themen, ich habe dort die Kleinbauernbewegung kennengelernt, die vor Ort, also an allen Orten, an denen die Kleinbauernbewegung aktiv war, gab es einen Unterschied zu sehen, weil die Leute dort selbstbestimmt Landwirtschaft betrieben haben, Ernährungsunabhängigkeit betrieben haben und dort ging es den Leuten sehr, sehr viel besser. Und das ist auch ein Kampf, der international ist, der über La Via Campesina, die internationale Kleinbauernbewegung, in der ganzen Welt verbreitet ist. Also das gibt es da tatsächlich schon. Aber ich glaube, die wichtige Frage ist nicht allein, was können wir anders machen, sondern wo sind die Kräfte, die positive Veränderung verhindern? Wo sind die Bremsblöcke? Genau. Wo sind die Leute, denen man auf die Füße treten muss? Wo sind die Firmen, die man bekämpfen muss? Welche Politik muss bekämpft werden? Welche Form von Lobbyismus, hinter welche Kulissen muss man schauen, um festzustellen, wer behindert diese Veränderung? Wer möchte diese Veränderung nicht? Und tatsächlich muss man hier, gebe ich Ihnen völlig recht, ist es die falsche Vorstellung, von hier aus irgendwo in den Süden zu gehen und zu sagen, ihr müsst es so und so machen, sondern tatsächlich, und da ist Landwirtschaft eben zum Beispiel ein großes Feld, zu sagen, wir müssen natürlich eine Lebensweise, eine Wirtschaftsweise hier ändern, die auf Kosten anderer geht, damit sich dort was verändern kann. Und das hat angefangen von Investitionen, angefangen von einer fatalen Klima- und Energie- und Mobilitätspolitik bis hin zu Ernährungs- und Landwirtschaftspolitik gibt es da eine ganze Bandbreite. Aber ich bin mittlerweile zur Überzeugung gekommen, es liegt nicht daran, dass man nicht weiß, was man tun könnte oder wie was besser sein könnte oder dass es anders und besser funktionieren könnte, sondern es liegt sehr viel daran, dass einfach das schädliche Wirtschaften natürlich sehr viel gewinnbringender ist, dass es dort Privilegien gibt, die in Frage gestellt werden müssen, dass jemand Privilegien womöglich verlieren wird, wenn Dinge ökologisch und sozial gerecht zugehen. Und das ist natürlich, wird mit Konflikt zu verbunden sein, also durchkuscheln können wir uns da, glaube ich, nicht. Aber ich glaube, da müssen wir uns bewusst werden. Ich finde das sehr positiv zu wissen, es geht anders, aber man darf nicht vergessen, es kann nicht nur darum gehen zu schauen, wie machen wir es anders, da kommen wir ganz schnell auf so eine rein technologische Ebene, die auch gefährlich sein kann, wenn man sich nur darauf verlässt, man kann alles lassen, wie es ist, man erfindet nur mal irgendwie eine neue Technologie oder einen neuen Treibstoff, das geht nach hinten los, aber auch zu schauen, wo sind die Kräfte, die zerstörerischen Kräfte, die man bekämpfen muss. Also eine Frage hätte ich da, Frau Hartmann, das ist einmal der Konsument, wir als Konsumenten, wir die westlichen Konsumenten
Und Sie haben ja da so ein ganz konkretes, schönes Beispiel mit dem Palmöl in Borneo, Indonesien. Und das hat ja schon, ich habe vor 20 Jahren ein Projekt über Bruno Mansa, den Schweizer Menschenrechtsaktivisten, gemacht. Der ist nach Borneo gegangen, hat schon vor 20 Jahren geschrieben, dass dort eine Riesenungerechtigkeit im Gange ist und alles abgeholzt wird. Also da wurde schon ewig vorgewarnt. Und wir sind ja Konsumenten, wir kaufen ja die Sachen. Also Sie haben einmal in Bangladesch, da werden die Shrimps für unseren Markt produziert. Mhm. Und jetzt bleiben wir aber mal bei dem Palmöl. Mhm. Da wird in Borneo alles abgeholzt für das Palmöl. Wofür brauchen wir eigentlich das Palmöl? Wir jetzt hier. Eigentlich genau genommen für nichts. Also brauchen kann man es nicht nennen, denn tatsächlich steckt Palmöl in Produkten drin, die man nicht wirklich braucht, in jedem zweiten Supermarktprodukt, und das sind in der Regel Fertigprodukte. Das, was ich vorhin schon erwähnt habe, künstliches Quatschessen, Plastikessen, Tütensuppen, Salat, Soßen, Pulver, wo ich mich immer frage, seit wann tut es Essig und Öl nicht mehr und Salz und Pfeffer? Keine Ahnung. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns danach gefragt hat, nach einer XXL Tomaten, Mozzarella, Rucola, sonst was Pulversuppe, sondern es ist etwas, womit die Nahrungsmittelindustrie einfach Geld verdient, sehr viel Geld verdient, weil die Rohstoffe nichts kosten. Palmöl ist das billigste Fett der Welt, unter anderem deswegen, weil in Indonesien auf Sumatra und Borneo Fakten geschaffen werden und die Arbeitsbedingungen sklavenähnlich sind, so, es ist kaum vorstellbar. Es ist Zucker drin, es ist Stärke drin, es sind die denkbar billigsten Zutaten, die man sich vorstellen kann. Es ist maschinengängiges Essen, mit dem die Lebensmittelindustrie nicht nur unglaublich viel Geld verdient, sondern mittlerweile auch eine sehr, sehr große Macht und einen sehr großen Einfluss auf die Politik hat, sich gleichzeitig aber als Weltretter geriert, wie beispielsweise eine Firma, zu der ich viel recherchiert habe, Unilever zum Beispiel. Meine Lieblingsfirma, ja, Unilever, das genau. Müssen wir mal klar sagen. Die sich selbst als die größte NGO der Welt bezeichnet. Können Sie noch vielleicht sagen, Unilever, welche Marken, die wir kennen, dazu genau, gehören? Genau, da gehört Knorr dazu, da gehört Dorf Duschgel dazu, ich glaube, ist Lenore auch, könnte sein, also diverse Waschmittel gehören dazu. Genau, das ist das sind die Haribo Sachen, in denen... Haribo auch? War das auch? Haribo? Nee, ich glaube, das war wieder was anderes. Nee, das weiß ich jetzt gerade nicht. Ja, okay. Das ist noch was anderes. Aber, aber das sind diese Produkte, ja, da ist das auch nicht die einzige Firma, das ist in Nestlé-Produkten genauso drin. Also in diesem ganzen Fertigproduktsegment ist das drin. Es gab kürzlich ja diesen großen Nutella-Skandal, genau, als die französische Umweltministerin... Ach, Ben und Cherry, dieses genau, das Eis, Eis, da gab es ja auch einen Skandal. Das grüne Feigenblatt genau, von Unilever. Genau, das ist auch Unilever, ja, ja. Genau, in Nutella ist es drin, da gab es ja eben die französische Umweltministerin Ségolène Royal wollte ja einen Nutella-Boykott auf die Beine stellen. Ja, da ist es überall drin und es ist noch dazu in sogenannten Biodiesel drin, da gibt es eine Beimischungspflicht. Auch das kann man als jetzt nicht kontrollieren, weil es ja eben eine Beimischungspflicht im Diesel gibt. Das wurde zum einen mit Klimaschutzargumenten verkauft, dass man, dass wenn man Pflanzenenergie verwendet, dass da nur so viel CO2 ausgestoßen wird, wie die Pflanze vorher gebunden hat. Aber man rechnet natürlich nicht diesen ganzen Klimaschaden in den Anbauländern mit ein. Wenn man das täte, da gibt es auch neue Untersuchungen, dann ist es dreimal so schädlich, Biodiesel aus Palmöl wie Diesel aus Erdöl. Also letztlich, also es wird für Pulveressen, von denen niemand satt werden muss, und für Biodiesel, der das Klima nicht schützt, verwendet. Und das finde ich den ganz großen Skandal, dass dafür einfach in Indonesien mittlerweile wachsen diese Ölpalmen auf einer Fläche dreieinhalb Mal so groß wie die Schweiz. Es ist eine gigantische Menge, allein die Fläche, die für den europäischen Biosprit-Beimischung dort abgeholzt worden ist, für die Palmölbeimischung im Biodiesel, die ist 6,5 Mal so groß wie Mallorca. Also das sind die Dimensionen. Und das ist einfach... Ja, aber bitte erklären Sie mir doch, Herr Pirschl, wie kommt das denn, dass wir die Sachen konsumieren, die uns erstens nicht gut tun, die unserer Gesundheit schaden? Wir sind doch eigentlich mündige Konsumenten, oder? Also ich verstehe das nicht. Das ist, glaube ich, ein Widerspruch in sich, mündig okay. und Konsument, ganz okay. ehrlich gesagt. Ja, ich frage Sie. Tja, ich weiß es auch nicht. Wir,
wir kaufen halt das, wo wir denken, das ist gut und das ist billig. Wir wissen vielleicht im Hinterkopf, was vielleicht noch gesünder wäre oder besser wäre. Sind nicht bereit, oder sagen wir mal so, Nahrungsmittel, die Lebensart, die hat ein gewisses Image. Und dieses Image, so wie wir leben in einer gutbürgerlichen Bildungsgesellschaft, das ist einfach, hat einen bestimmten Standard, hat ein bestimmtes Image und das ist ein tolles Image. Es ist ein tolles Image, mit einem großen Auto zu fahren. Es ist ein tolles Image, ich sage jetzt auch mal, Fleisch zu essen. Es ist ein tolles Image, auch ab und zu vielleicht mal bei Aldi einkaufen zu gehen. Und wenn wir was ändern wollen, dann müssen wir irgendwie sehen, dass wir auch dieses Image ändern. Dass wir halt irgendwie sehen, wie kommen wir zu einer Verhaltensänderung. Und dann ist eben das Image des Fleischessens nicht mehr so toll, wie wenn ich jetzt sage, ich esse vegetarisch. Und ich weiß nicht, wie das gehen soll. Also das ist für mich die Schwierigkeit. Außerdem ist die Attraktivität ist immer noch der Preis. Ja? Das gilt bei uns heute immer noch. Und das muss zu einem bestimmten Punkt auch weiterhin funktionieren, weil ich kann mir viel leisten. Ja? Aber es gibt etliche bei uns in Deutschland, die können sich das so nicht leisten. Ja, und damit geht es ja los. Ja, wie kann ich über Nahrungskonsum reden, wo ich einkaufen kann, wo ich will? Beim Biobauern, da kostet es Doppelte wie woanders. Ich kann mir auch für 60 Kilo Rindfleisch irgendwo kaufen. Das kann sich jetzt jemand wie anders nicht. Der muss halt zu Aldi gehen, das südamerikanische Rindfleisch für 20 Euro kaufen. Okay, und das schmeckt auch super. Und viele meines Lebensstandards würden sagen, oh, da gehe ich auch mal zu Aldi und kaufe mir für 20 dieses, das schmeckt ja auch super, ne? Das ist super zart und so weiter. Aber das wäre doch eine tolle Lösung dann mit dem Culture Meat, weil es soll ja billiger werden und vor allen Dingen, so wie ich das verstanden habe, ist es ja absolut gesund, weil es nur aus einer Zellzüchtung ist und das Fleisch, was wir ja essen, sind 98% aus der Massentierhaltung, voll mit Antibiotika, voll mit aller Chemie. Das hat ja gar nicht, das ist ja nicht mehr für die Gesundheit zuträglich, oder? Sehe ich das? Ja, ist richtig. Also es ist natürlich eine gute Verheißung, aber man muss dazu sagen, die Technologie ist noch nicht ausgereift. Das heißt, momentan hapert es noch daran, das auf großem Niveau herzustellen, also für die Masse, die Massenproduktion. Und Silos, ne? Genau, also die Idee des Ganzen ist, dass so in großen Fermentationstanks mal wächst, also ähnlich wie eine Brauerei, wird dann quasi Fleisch gebraut, damit das Ganze auch so ein bisschen diesen Laborcharakter verliert. Aber es hat keine Chemie-Ingredienz, Gentechnik. Es sind Zellen, also Muskelzellen, die durch Zellteilung genau. Auf dem Nährmedium wachsen und dann entstehen erstmal ja so Muskelfäden und dann, wenn die Technologie weiter ausgereift ist, ist es vielleicht auch möglich, ein Steak wachsen zu lassen, aber man muss dazu sagen, vor fünf Jahren hieß es, in 5 Jahren sind wir soweit und jetzt heißt es auch wieder, in 5 Jahren ist es soweit. Also man weiß nicht, ob dann die Technologie wirklich so schnell dahin kommt, wo sie hin will. Gut, aber lassen Sie es 10 Jahre sein. Es geht ja auch darum, die Frage ist ja berechtigt, was machen denn die Bauern dann, wenn das in 10, 15, 20 Jahren so aussähe, dass das blutige Fleisch ein Nischenprodukt würde? Ja, also ich glaube, die Frage nach den Bauern, da muss man sich vielleicht mal anschauen, wie sich das in den letzten 20 Jahren verändert hat. Also es gibt ja immer eine Konzentration auf immer größere Fleischkonzerne und größere Massentierhaltung. Das heißt, die ganz kleinen Höfe, die sind alle schon in den letzten 20 Jahren, ich glaube, um 80% in Deutschland zurückgegangen. Und also viel weniger Bauern können wirklich von der Tierhaltung leben. Man merkt, es ist ein enormer Preisdruck und insofern sind schon viele abgesprungen und haben sich was anderes gesucht. Ja, Gemüse. Aber warum werden denn die Großen Lande subventioniert und nicht die Kleinen, die das Nachhaltige, das Kleinere, im Kleineren die Tierhaltung und also. Tja, das nennt man, glaube ich, Kapitalismus, wenn ich das mal so ganz mit einem einfachen Wort bezeichnen darf. Ja. Es ist ein Wachstumszwang dort, der ja für viele Bauern in den Ruin treibt, weil die Landwirtschaftspolitik der EU so funktioniert, dass man umso mehr Geld kriegt, je mehr Fläche man hat. Das bedeutet, dass
es eine große Konzentration mittlerweile gibt von wenigen, entweder Agrarunternehmen oder Großbetrieben, die eine unglaubliche, die Landwirtschaft im Prinzip kontrollieren, während wirklich die Kleinen, ich bin auf dem Land groß geworden, ich bin in einem kleinen 400-Einwohner-Dorf groß geworden, da waren damals halt so eine Mischlandwirtschaft, es war halt Weizen und es war Weidelandwirtschaft und es war 4 bis 6 Kühe, ja. Das ganz normale Hühner sind durchs Dorf gelaufen, das gibt es halt alles nicht mehr. Das ist mit einer der letzten Generationen weggestorben, weil sich das nicht mehr lohnt, weil es sehr, sehr, sehr viel Arbeit ist und weil die Preise dafür grotesk sind und jetzt gibt es halt überall Energiemais. Es ist, es ist ein bisschen... Ja, es hört sich jetzt und, so und statt an, Gemüsegärten Trampoline im Garten. Also ja, okay. so hat sich das aber, halt leider aber verändert. Aber es gibt ja auch gute Beispiele. Es gibt ja Beispiele, wo Landwirte tatsächlich versuchen, wieder weg von dieser Massenproduktion zu kommen oder sagen wir mal dieses biologische Wirtschaften. Ja, weniger Spritzmittel, auch eventuell weniger Dünger. So, jetzt ist ja für mich die Frage, warum setzt sich das eigentlich nicht weiter durch? Das könnte sich ja... 20% der Deutschen können sich das sicherlich leisten, für einen Liter Milch statt 67 Cent auch vielleicht 2 Euro zu kaufen. Milch ist ja ein super Produkt, ja. Oder für ein Ei nicht nur 20 oder 30 Cent, sondern man könnte auch für ein Ei 1 Euro kaufen. Ich meine, das ist ein wertvolles Produkt. So, warum setzt sich denn sowas jetzt nicht durch? Sondern viele sagen, es lohnt sich für mich nicht. Ich gehe kaputt. Wissen Sie da eine Antwort? Warum? Naja, ich glaube, das kommt, glaube ich, auch sehr darauf an, wo diese Landwirtschaften sind. Also ich glaube, in Oberbayern, wo es so eine Anbindung gibt, wo es nicht die direkte Abhängigkeit von Supermarktketten gibt, wo man nicht darauf angewiesen ist, wie in vielen Gegenden in Niedersachsen, sogenannte marktferne Betriebe, die eben, wo es keinen Zugang zu regionalen Direktvermarktung gibt, da ist es umso schwieriger. Man braucht, glaube ich, schon einfach so eine Einbindung und das ist ja tatsächlich auch etwas, was verloren gegangen ist, dass Landwirtschaft ja eigentlich eine soziale Angelegenheit ist und nicht zuallererst eine Industrie. Und das hat sich wirklich tatsächlich sehr gewandelt in Deutschland, dass es nicht ein Dorf damit verbunden ist und Menschen miteinander verbunden sind. Und so habe ich das eben auch auf meinen Reisen in den Ländern des Südens kennengelernt, dass es einen enormen sozialen Zusammenhalt gibt, wo die kleinteilige agrarökologische Landwirtschaft funktioniert, die Selbstversorgerlandwirtschaft, anders als in anderen Gegenden, wie in diesen Schrimps-Gegenden, wo die Leute wirklich verzweifeln, weil sie oder in den Palmölplantagen für kein Geld da Sklavenarbeit verrichten. Das ist ja auch etwas, was man, glaube ich, nicht vergessen kann. Aber natürlich gibt es diese Ausnahmen und es gibt auch viele Modelle, die auch ausprobiert werden, wie eben so eine solidarische Landwirtschaft, wo man gemeinsam versucht, sich unabhängig zu machen von den Supermärkten und von der Lebensmittelindustrie, wieder ein Modell ausprobieren, zu sagen, wir entscheiden gemeinsam und selbstbestimmt, was angebaut wird und was wir essen wollen und nicht, was uns die zwei Sorten Äpfel, die da im Supermarkt liegen und die eine Holland-Tomate oder was, sondern wir wollen das gemeinsam wieder Wissen ansammeln und und verbreiten. Also das gibt es natürlich schon, das sollte man auch nicht vergessen. Das ist die andere Welt, von der ich sprach. Genau. Ja, darf ich nochmal, was soll ich denn als Konsument denn jetzt machen, wenn ich zu Aldi gehe und Aldi hat jetzt plötzlich Bioprodukte? Da steht dann irgendwie drauf Bio, ja, oder sowas. Genauso bei den anderen, Edeka, was weiß ich, Rewe und so weiter. Was soll jetzt der Konsument denn damit machen? Macht er jetzt da nichts richtiger, wenn er das konsumiert? Das ist doch genau die Frage. Das ist die Realität. Das ist die Realität, wenn ich einkaufen gehe. Das ist die Realität und deswegen würde ich auch sagen, man sollte sich selber, ich würde mich niemals als Konsument begreifen, das heißt ja, ich würde mich als ein Wesen begreifen, dessen Lebensinhalt es ist, einkaufen zu gehen. Ich habe echt wichtigere Sachen zu tun und ich bin Mensch und Bürger. Haben und Sie jemanden, der für Sie einkaufen geht? Ja, oh Gott. Das habe ich natürlich nicht. Aber es ist nichts, was meinen Lebenssinn und meinen Lebensinhalt ausmacht und
und Konsument ist eine rein ökonomische Kategorie und keine soziale Kategorie und keine politische Kategorie. Aber das führt uns jetzt ja nicht weiter. Ja, natürlich nicht. Und diese Frage kann man nicht zu Ende denken tatsächlich. Nein, ich will wissen, was soll ich kaufen? Kann ich diese Bioprodukte kaufen? Mit einem, und dann habe ich ein ruhigeres Gewissen, weil ich glaube, sie sind vielleicht ein bisschen gesünder. Darum und sie sind, und sie sind vielleicht im Preis auch etwas höher. Und jetzt ist die Frage, sind sie im Preis etwas höher und die verdienen mehr? Oder verdient der Produzent mehr, dann wäre es ja okay. Übrigens das Thema des neuen Buches von Frau Hartmann, die grüne Lüge, also diese ganzen Öko-Label, die auch eine völlige Verwischung sind. Aber vielleicht können Sie noch mal kurz erzählen, wo gehen Sie denn einkaufen? Wie machen Sie das denn, Frau Hartmann? Ich gehe auch, wenn ich die Zeit habe, gehe ich auf einen Markt einkaufen. Okay. Ich gehe jeden... Viktualienmarkt. Zum Beispiel. Ja. Ist übrigens, falls das diesen Ruf hat, dass es nur teuer ist, ist es gar nicht. Nein, da gibt's lokale Münchner Gärtnereien, die da ihre Sachen verkaufen. Und ich gehe aber auch in einen Bio-Supermarkt einkaufen. Ich gehe tatsächlich selten in einen normalen Supermarkt einkaufen, weil mich das Angebot einfach echt verärgert. Ich reg mich da jedes Mal auf. Und ich kaufe halt so an, dass ich möglichst nichts wegschmeißen muss. Und kein Plastik, aber nicht diese in Plastik Frage lässt sich tatsächlich einfach nicht lösen. Ja, ja. Und deswegen ist das genau das, warum ich sage, es ist richtig, das dient dem guten Gewissen. Das soll es auch. Also es soll ja beruhigen. Und Einkaufen regt auch niemand auf. Deswegen ist es, finde ich, völlig falsch, von Konsumentenmacht zu sprechen, weil Macht ist was ganz anderes als das, was man da sich mit einem Angebot, das einem hingeworfen wird, zu beschäftigen und meine Zeit damit zu verkaufe ich jetzt diese Tomaten, die jetzt aus der Region sind, aber nicht bio, oder die aus Spanien, die zwar bio sind, aber in Plastik sind und viel Wasser verbrauchen. Das ist eine Frage, die sich letztlich nicht beantworten lässt. Aber man schiebt damit, und das tun sowohl die Unternehmen als auch die Politik, die Verantwortung auf den Einzelnen ab und sagen, du bist schuld, du kaufst falsch ein. Und das finde ich wirklich eine ganz fatale Entwicklung. Und wenn wir das jetzt mal von den Lebensmitteln, wo es ja noch vielleicht relativ einfach ist, nachzuvollziehen, wie und wo das hergestellt wird und warum was gut ist und was nicht, jetzt zu anderen, schwierigeren Produkten gehen, wie Kleidungsstücken, Elektronik und so weiter, wo man überhaupt nichts mehr nachvollziehen kann, dann ist ja völlig klar, dass es eine ordnungspolitische Regulierung geben muss, die es einfach unmöglich macht, dass in einem Supermarkt, in einem Kaufhaus oder wo auch immer Produkte stehen, die mit Menschenrechtsverletzungen, Naturzerstörung und Tierleid zu tun haben. Dass es überhaupt gesetzlich möglich, dass es erlaubt ist, das ist der Skandal, finde ich, und nicht, dass man als derjenige, der im Supermarkt steht, nicht weiß, was man kaufen soll. Ja, ja. Also mehr Verantwortung muss die Politik übernehmen. Wir müssen die Verantwortung dafür übernehmen, die Politik dahin zu bringen. Genau. Also man kann auch nicht erwarten, dass da von sich heraus passiert. Selbstverständlich. Aber das wäre, glaube ich, die größere Verantwortung als beim Einkaufen gehen. Was jetzt auch nicht heißt, dass jetzt jeder irgendwie mit dem SUV und einem laufenden Motor vor dem Aldi stehen soll und sich den Kofferraum voll mit Plastikquatsch machen soll. Aber das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, weil auf dem Gebiet lässt sich natürlich vieles, was völlig unreguliert ist, regulieren. Nicht alles, aber doch ein Teil. Und Sie hatten ja auch noch mal irgendwo gesagt, Frau Hartmann, das Leben entschlacken. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welchem Buch, das sind ja alle so reichhaltig. Also, dass wir eben tatsächlich auch mal schauen, was brauchen wir überhaupt und was konsumieren wir tatsächlich noch für einen Quatsch? Ja, und auch mit dem Essen es ist natürlich ganz wichtig, da zu schauen, diese ganzen Tütengeschichten mit 200 oder mehr Zutaten, es sind ja alles Dinge, die uns eigentlich noch krank machen und in eine Schleife noch ziehen, dass immer schön das Rädchen bedient wird. Der Kranke, der nicht ganz tot ist und so weiter, aber nicht ganz gesund. Genau. Also es ist ja alles schön in einer Schleife und hat sicherlich damit zu tun, dass, wie Sie auch sagen, einige wenige Konzerne die Welt langsam beherrschen. Ja, also es macht ja Angst. Aber wie auch immer, bevor
liebe Gäste, Sie sind ja nachher eingeladen, Fragen zu stellen und auch mit meinen Gästen zu diskutieren. Ich würde jetzt noch ganz gerne Herrn Tirsch fragen, weil das ist ja auch ein Riesenthema, was uns im Grunde jeden Tag begleitet, das Wetter, das Klima. Was ist denn eigentlich los? Weil wir können ja sagen, es jagt ja eine Katastrophe, die nächste. Das ist ja schon Wahnsinn. Herr Tirsch, Sie also präsentieren das Wetter ja seit 86, das ist ja schon eine kleine Weile. Was hat sich denn in den 30 Jahren aus Ihrem Empfinden wirklich verändert, wo man sagen kann, das ist jetzt nicht der Evolution geschuldet, weil es schon immer Klimawandel gab, sondern das hat schon was mit unserem Verhalten zu tun? Ja gut, man muss vielleicht unterscheiden. Einmal, was beobachtet man als Meteorologe in der täglichen Arbeit mit dem Wetter? Ja, und was hat sich langfristig mit dem Klima seit dieser Zeit verändert? Das Wetter verändert sich schon in gewisser Weise, dass bestimmte Extreme doch häufiger auftreten. Oder sagen wir mal so, es wird teilweise etwas extremer, es tritt nicht häufiger aus, aber es wird immer extremer. Das heißt, die Temperaturen, Extremtemperaturen wie Höchsttemperaturen steigen, ja, die werden nicht jedes Jahr, aber alle 5 Jahre oder 2, 3 Jahre haben wir höhere Maximas. Genauso ist es mit Regenmengen. Ja? Die Regenmengen wachsen auch plötzlich. Innerhalb kürzester Zeit kommt mehr Regen runter. Wir beobachten klimatisch gesehen natürlich einen Anstieg. Es ist in Deutschland wärmer geworden in den letzten 100 Jahren und vor allen Dingen in den letzten 30 Jahren. Vor 100 Jahren hatten wir eine Durchschnittstemperatur hier in Deutschland von 7,5 Grad, jetzt sind es ungefähr 9 Grad, also 1,5 Grad Zunahme. Das spiegelt auch dann sich wieder in den Temperaturen des Winters, in den niedrigsten Temperaturen. Wir haben weniger Eistage in den letzten 60 Jahren. Diese Entwicklung geht weiter fort. Wir haben mehr heiße Tage in Deutschland. Also das hat sich alles verändert. Und diese Veränderung ist für mich schon ein Zeichen dafür, dass auch wir Menschen dieses Klima verändern. Zu welchem, da gehe ich konform mit den Klimawissenschaftlern, das ist klar. Die Frage ist immer, wie viel Prozent ist der Mensch jetzt schuld? Aber diese Frage ist für mich eigentlich unerheblich, denn mindestens 30-40% werden wir auf jeden Fall schuld sein, wahrscheinlich mindestens 60%. Sie müssen ja eins bedenken, Klimaveränderung hat es immer gegeben, bloß früher gab es gar keine Menschen und es gab wesentlich weniger Menschen. Jetzt sind wir 7,5 Milliarden Leute auf der Erde. Und Temperaturerhöhungen, wie wir sie in den nächsten 60 bis 100 Jahren erwarten, betragen etwa 3 bis 4 oder 5 Grad, wenn wir so weitermachen wie bisher. Das würde solche Auswirkungen haben, dass dieser Klimawandel wahrscheinlich irgendwann zum Stoppen käme, einfach deshalb, weil wir gar nicht mehr fähig sind, unsere ökonomischen Systeme am Leben zu erhalten, geschweige denn von den politischen. Sie können ja jetzt schon bestimmte Länder gar nicht mehr steuern, weil das Leben dort immer schwieriger wird durch längere Trockenzeiten, durch Überschwemmungen oder sonst etwas. Also wir werden, wenn wir diesem Klimawandel nicht entgegentreten, in eine Phase reinkommen, wo wir bestimmte politische, wo wir Staaten nicht mehr kontrollieren, nicht mehr die Menschen sozusagen in Staaten zusammenfassen können, weil die Staaten zusammenbrechen, die Ökonomie wird genauso zusammenbrechen. Und das ist ein Punkt, weshalb ich für mich sage, es ist unheimlich wichtig, gegen diesen Klimawandel was zu machen. Wenn wir in Deutschland das EEG-Gesetz, das Erneuerbaren Energiengesetz durchgebracht haben, dann ist das ein guter Weg. Wir müssen weg von den fossilen Energieträgern. Das ist so mein Credo. Ja. Das Pariser Klimaabkommen sagt ja, dass wir in diesem Jahrhundert es noch schaffen sollen, signifikant unter 2 Grad zu kommen, also am besten 1,5. Sehen Sie denn da eine Chance? Nun ja, wenn jeder von Ihnen, der jetzt im Moment im Jahr 10 Tonnen CO2 in die Luft jagt, durch Energie und so weiter, da sind natürlich die ganzen Sachen wie Industrieproduktion, Nahrungsmittelproduktion mit dabei. Wenn Sie bereit sind,
bis zum Jahr 2050. Und das ist eine lange Zeit, da werden viele von Ihnen gar nicht mehr leben, da sehe ich wie so. Ja. Das ist für Sie, Sie können so also, machen Sie weiter so. Aber die, die jünger sind, die das noch erleben werden, und ich überlege mir auch, ob ich es noch erleben will, dann dürfen Sie maximal noch 2 Tonnen CO2 emittieren. Ja, da können Sie sich mal auf den Weg gehen, was Sie in den nächsten 5 Jahren einsparen müssen, in den nächsten 10 Jahren, in den nächsten 15 Jahren, dann kommen Sie so langsam auf die Linie runter. Ja? So alle 5 Jahre so 1 Tonne weniger. Ja? Und das können Sie sich dann vielleicht mal ausrechnen. Sie haben ja einen Stromverbrauch, ja? Dann wissen Sie, Stromverbrauch, okay, Sie sind bei dem und dem Unternehmen, das hat dann so und so viel erneuerbaren Energien dabei, so viel aber noch, was weiß ich, die konventionellen Energien. Also man kann sich das vielleicht auch selber mal, oder es gibt auch Portale auf dem Internet, da kann man sich das machen. Also wenn wir bereit sind, tatsächlich selber erstmal bei uns anzufangen und dann auch weniger Fleisch zu essen, das kommt auch dazu. Ja, natürlich. Es ist vielleicht ja alles. Sollte Herr Pürschel irgendwann mal Sie zum Culture Meat Steak Abend einladen. Wenn das ich habe ganz gerne. Zu Hause, sonst gerne. Ach so. Aber wenn es soweit ist, ja. Dann. Ja, dann mache ich das. Ich erkläre mich bereit. Ja. Mal zu kochen, wenn es soweit ist. Super. Und so ein Culture-Ding. Man kann so viele Appelle machen, ja, wir müssen weniger Auto fahren, ja, und nicht nur, ich meine, es gibt Studien darüber, was wir weniger machen müssen, und das ist alles so, also vieles ist so Halbseiden, damit können Sie, also die Glühbirne auszutauschen im Wohnzimmer, wunderbar, machen Sie das, aber, und machen Sie eine LED rein, aber bringen tut es fast gar nichts. Was bringt, sind Ihre Reisen, wenn Sie mit dem Flugzeug reisen, mit dem Auto fahren, wenn Sie auch noch zu viel heizen, ja, 24 Grad im Wohnzimmer, das muss auch nicht sein, damit mit Wärme, wenn Sie weniger Wärme produzieren, dann ist das auch noch so ganz gut. Es gibt sicherlich auch noch mehr, wo man auch einen großen Effekt hat. Aber das sind Effekte, die kosten wirklich was. Ja? Da müssen Sie auf was verzichten. Ja? Und die Frage ist, wollen wir denn auf was verzichten? Nee, wir wollen jedes Jahr, dass es uns besser geht. Ich kann nur sagen, so wie ich im Moment mein Leben sehe und das meiner Kinder, ich glaube, meinen Kindern wird es langfristig nicht besser gehen als mir. Sondern es ist irgendwo, ist der Bogen wahrscheinlich schon erreicht. Einer bestimmten Elite wird es besser gehen. Die wird auch weiter. Eine Elite von mehreren 100 Millionen, die spielt sowieso nicht mit. Die wird sich von uns absetzen, wenn nicht einige von uns hier sowieso dazu auch gehören. Aber der Rest... Tja, die Aussichten sind ja sehr spannend. Und Herr Tirsch, wenn wir schon gerade bei diesen wunderbaren Aussichten sind, wollen Sie uns ja auch noch zeigen, wie klimatisch, auf was wir einfach uns einstellen müssen, damit wir einfach schon mal überlegen können, was wir tun. Kleines Szenario 2030, ja. Der April hat schon sehr warm begonnen, ziemlich trocken, für die Landwirtschaft war das schon mal katastrophal, dazu gab es noch einen Spätfrost, wie in diesem Jahr, Apfel gibt es sowieso nicht. Der Mai war dann wieder ganz gut für die Landwirtschaft, da hat es gut geregnet, Temperaturen waren auch eher kühl, Sie kennen das ja, die Bauernregel, Mai kühl und nass, füllt den Bauern Scheunen und Fass, und noch reden wir davon, dass der Bauer das dann selbst macht und nicht die Industrie. Und jetzt, wir sind im Juli, im Juni waren schon die ersten Hitzewellen in Deutschland da mit Temperaturen bis zu 35 Grad. Und wir sind Anfang Juli, ich gehe dann doch hier das ganz war, in die Ecke. Genau, wir sind Anfang Juli, die nächste Hitzewelle kommt, 37 Grad. Wir haben am Mittelmeer gewaltige Sandstürme. Sie erkennen hoffentlich hier Zypern und Syrien und Ägypten. Das sind Sandstürme, wie sie eigentlich jedes Jahr nicht unbedingt in diesem Ausmaß stattfinden. Aber Mittelmeer, das wird ja verwüsten in den nächsten 50 Jahren. Sie sehen das an Portugal, die Wälder brennen ab und sie werden kaum noch wieder aufgeforstet. Und das Ganze hatte sich einen Tag später dann noch weiter ausgeweitet. Also das Mittelmeer verwüstet, könnte eines Tages so aussehen, aber machen Sie sich keine Gedanken, das ist Gott sei Dank nicht auf der Erde, das ist der Mars. Und wir wollen nicht hoffen, dass es irgendwann mal so aussieht wie auf dem Mars bei uns. Ihren Golfpark hier in Montabaur können Sie auch nicht mehr beregnen lassen. Wasser wurde eingeschränkt. Insofern trocknet er langsam auch aus. Das tut Ihnen fürchterlich leid, weil Sie so gerne Golf spielen. Aber Sie können höchstens noch mit Ihrem Hund drauf spazieren gehen. Spielen Sie darauf, würde der Golfball sowieso in die nächste Spalte fallen und das Putt wäre dann nicht mehr so erfolgreich. Und Sie
wissen natürlich, dass die Badetage in der Zukunft zunehmen werden. Das Schwimmbad Bad Montabaur wird hier, was weiß ich, bis Ende September wahrscheinlich mal aufhaben. Das freut sie, weil jetzt ist ja schon Mitte September Schluss. Aber das kann sie gar nicht beruhigen, denn die Waldbrände nehmen zu in den nächsten Jahren. Sie haben jetzt schon in dem Jahr 2030 einen Waldbrand ganz in der Nähe hier. Und diese Waldbrandgefahr wird zunehmen. Sie wird auch in diesem Gebiet hier, gerade im südlichen Westerwald und dann südlich des Rothaargebirges noch stärker, aber auch in Brandenburg, da haben sie natürlich auch diese Kiefernwälder, diese trockenen Böden. Das macht sie auch ein bisschen unruhig, weil sie haben ja auch einen Garten, den sie nicht mehr begießen dürfen. Ihr Rasen wird auch langsam ein bisschen geht kaputt und sie machen sich Sorgen um ihre Eltern, weil jede Hitzewelle fordert enorm viel Tote, wie 2003 im Sommer 70.000 mehr Tote als erwartet. Und ich hoffe, Sie denken auch an sich selber jetzt, wenn Sie ein bisschen älter sind, Sie müssen trinken, wenn es heiß wird. Ja? Also das kann ich Ihnen nur raten, weil sonst dehydrieren Sie auch und sterben früher. Das wollen wir natürlich nicht. Das ist die Hitzewelle 2015 am 1. Juli. Auf jeden Fall sind Sie sehr beunruhigt und Ihnen gefällt dieser Klimawandel gar nicht mehr und vor allem die Hitzewelle. Auf den Feldern verdorrt der Mais. Die Energiepflanze ist nicht mehr das, was sie mal war, aber es ist vielleicht gar nicht schlecht, sie fällt vielleicht irgendwann mal um und dann kann man endlich wieder die Landschaft sehen und nicht nur den Mais, der inzwischen höher als 2 Meter ist. Inzwischen kann man auch in der Nähe von Montabaur Erdnüsse anbauen, aber diese Erdnüsse sind leider auch nicht mehr die Größe bei der Trockenheit, die sie zurzeit haben. Also die Ernte wird schlecht ausfallen, ein Freund von ihnen baut sie an, der ist ganz frustriert. Und die Flüsse führen immer weniger Wasser, das ist kritisch, weil wir haben immer noch Kohlekraftwerke 2030. Mal sehen, vielleicht die Grünen jetzt, ich weiß es nicht, aber ich nehme das mal an. Und Kohlekraftwerke müssen gekühlt werden mit dem Wasser der Flüsse. Da wird es also auf jeden Fall kritisch werden. Dieses Wasser, was Sie jetzt nicht auf Ihren Rasen vergießen dürfen, das wird natürlich gebraucht, um Bewässerungen für die Landwirtschaft zu machen. Außerdem verbrauchen wir viel zu viel Wasser täglich in Deutschland, jeder von Ihnen 110 Liter. Aber das ist ja nicht alles, das brauchen Sie im Haushalt. Für jeden Menschen auf der Welt brauchen wir 3.500 Liter für die Nahrungsmittelproduktion. Wir brauchen in Europa 4.200 Liter für die Nahrungsmittelproduktion täglich. Und wenn Sie dann noch die industrielle Produktion mit reinbringen, dann braucht jeder von Ihnen täglich 5.500 Liter Wasser. Das können wir natürlich einer Weltbevölkerung von 7,5 Milliarden Menschen nicht zur Verfügung stellen. Deshalb muss es uns gelingen, Nahrungsmittel billiger oder sagen wir mit weniger Wasser natürlich herzustellen. Diese enormen Mengen sind Ihnen wahrscheinlich gar nicht klar. Das ist auch völlig logisch und Sie freuen sich eigentlich und sagen, also dieses Land Deutschland jetzt ohne Wasser auf meinem Garten, es wird immer trockener, diese Hitze, ich halte sie gar nicht mehr aus, ich kann gar nicht mehr schlafen. Urlaub, ich plane einen Urlaub, wo will ich denn hin? Tropischer Regenwald, das wäre wirklich mal was Schönes, da ist es noch super grün und Sie planen das und gucken sich Brasilien an und sehen dann in Ihrem Reiseprospekt, naja, der Regenwald ist ja auch nicht mehr so richtig da, geht ja immer weiter verloren. Das ist doch irgendwie ganz furchtbar. Und dann sagen Sie, okay, Brasilien ist es nicht, aber vielleicht ist es Indonesien. Und Sie sehen so ein Satellitenbild im Wetterbericht des ZDF und sagen sich, oh, weiße Wolken, blauer Himmel, aber da ist irgendwas so Graues da drin. Das ist auch nicht so sehr schön. Dann gucken Sie ein bisschen näher drauf und dann sehen Sie da unten Borneo, das sehen Sie gar nicht mehr, weil Borneo eigentlich nur unter Rauch liegt. Ja, das sind riesige Feuer, die dort hier zu sehen sind, bis rüber links, ganz im obersten Drittel, ist noch Singapur. Alles unter Rauch in den Frühjahrsmonaten, weil dort eben der Regenwald ist schon weg. Die teuren Holzer, die haben Sie schon in Ihren Fenstern verbraucht. Ja, das ist schon klar. Oder es ist in die Holzindustrie, in die Schnitzelindustrie Japans geflossen. Was noch da ist, ist so Unterholz. Ich habe das Foto jetzt nicht mit, weil sonst wäre es noch länger geworden. Das brennt man dann einfach ab. Das sind noch Sträucher, das sind mittelhohe Bäume. Und dann macht man das, was Sie gesagt haben, Ölpalmen. Ja, Ölpalmen. Okay, das wollen Sie nicht. Sie sagen sich dann, wo gibt es denn noch was, was so ein bisschen unberührter ist? Die Antarktis. Außerdem ist es da schön kühl. Außerdem ist es ein kleines Schiff. Da sind nur wenige Menschen da. Das einzige Problem ist, es ist ein bisschen teurer. Also die kleinen Schiffe kosten ein bisschen mehr, eine Kreuzfahrt dorthin. Aber Sie buchen es trotzdem. In 14 Tagen soll es losgehen. Und jetzt sitzen Sie vor dem Fernseher, freuen sich des Lebens
Und, aber die Flüsse führen immer weniger Wasser. Sie haben schon 28 Grad Temperatur, das Wasser in den Flüssen. Und dann dürfen sie nicht mehr kühlen mit diesem Wasser, weil das Wasser darf 10 Grad erhöht werden, auf 38 Grad nicht höher. Ja? So, dann darf es mit 38 Grad in die Flüsse zurückgeleitet werden. Also werden 1, 2, 3 Kohlekraftwerke in Deutschland ausgeschaltet. Und das führt tatsächlich, das wissen Sie auch schon, wurde angekündigt, zu einer kurzen Stromabschaltung, bis dann irgendwo, was weiß ich, Batterien oder sonst was in die Wege leitet oder schnell mal ein Gaskraftwerk wieder ans Netz gehen wird. Und kurzfristig kein Fernseher am Abend, das ist natürlich schade. Ich meine, Sie haben inzwischen die Aldi-Batterie im Keller oder Ihre Solaranlage, aber es gehe ich nahe davon aus, kein Fernseher. Und Sie überlegen sich, was machen Sie jetzt mit Ihrer Familie? Am Abend. Sie könnten ja mal endlich wieder abends spazieren gehen. Es ist zwar noch sauheiß, ja, 30 Grad um 8 Uhr abends, aber trotzdem sagen sie, ich gehe einfach spazieren, aber der Sturm in der Stadt hat die letzten Bäume auch noch da niedergelegt. Das wollen sie sich jetzt nicht antun. Das ist wirklich das Schlimmste, was es geben kann. Der Wald ist auch noch nicht ausgeräumt vom letzten Sturm. Das ist irgendwie, aber irgendwo finden Sie doch hier in der Nähe von Montabaur so einen ganz kleinen Teich, einen kleinen See, und Sie sagen sich, das ist eine unberührte Natur, da wollen Sie jetzt hin. Aber zu dieser Zeit ist leider schon ein kleines Insekt auch in Montabaur da. Es ist aus der Heidelberg, aus Frankfurt, aus Würzburg, aus Jena schon eingeschlichen hier. Das ist die berühmte Tigermücke, die ist jetzt nicht so groß. Na, so groß ist sie nicht. Ja, sie ist so klein. Aber sie ist der Überträger des Denguefiebers und des Chikungunya-Fiebers. Das sind unangenehme Krankheiten. Sie muss diesen Virus nicht tragen, aber sie kann ihn tragen. Und Denguefieber beginnt so ein bisschen mit fiebrigen Gefühlen, ja, aber man verblutet dann innerlich. Das ist dann nicht so ganz angenehm. Ja. Und ihre Familie, und sie werden tatsächlich gestochen von dem Ding, ja, und sie gehen mit ihrer Familie dann um diesen See, werden gestochen, und die Familie ist in hellster Aufregung, weil sie haben vor 14 Tagen einen Fall hier gehabt, wo tatsächlich dieses Virus tatsächlich auch nachgewiesen wurde. Also sie werden von ihrer Familie in die nächste Klinik gefahren, aber sie hassen Krankenhäuser, weil sie wissen, die Ärzte machen sowieso mit ihnen, was sie wollen. Sie sind denen völlig ausgeliefert. Sie werden aber ins Bett gezwungen und ja, sie werden auch angelächelt, Blutdruck wird gemessen, auch eigentlich alles ganz schön. Und wenn jemand von der Tigermücke, die eventuell dieses Virus tragen kann, da tatsächlich in die Klinik kommt, ja, dann ist das Fernsehen natürlich auch schnell da. Nicht? Sie werden berühmt und das ist doch sehr angenehm. Und Sie müssen aber, und das ist die Konsequenz, 14 Tage im Krankenhaus bleiben, bis man weiß, ob Sie so und so viel Viren tatsächlich drin haben, dass das gefährlich werden könnte. Sie haben Fantasien von tropischen Nächten, nicht in Altenkirchen, aber hier in Montabaur. Und mit Ihnen geht es durch. Ich nehme mal an, es ist jetzt ein Mann, der im Krankenhaus liegt. Aber die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. In den nächsten Nächten gibt es gewaltige, schwere Gewitter mit unwahrscheinlichen Hagelkörnern, wie sie vor 60, 70, 80 Jahren in den USA schon vorkamen. Aber in den USA ist alles immer viel früher gewesen. Jetzt ist es endlich auch da. Sie können Ihren Wagen wegschmeißen, riesige Beulen da drin. Sie sind völlig, liegen da nieder. Sie wissen auch, dass einige kleinere Tornados hier in der Gegend waren und die Hühnerfarm dort unten wurde getroffen. Und in Ihrem Garten sollen einige Hühner eingetroffen sein, die schon halb gerupft wieder aus diesem Tornado herausgeweht wurden. Aber die Familie hat das Glück und hat jetzt einen Hühnerbraten, wenn denn auch darauf noch Appetit besteht. Ja, dann hören Sie noch, Fernseher läuft ja inzwischen wieder, dass die Schadenssätze größer werden, die Versicherungen werden ihre Policen erhöhen, denn die Winterstürme werden größer, gerade in diesem Gebiet hier auch werden die Schäden und damit die Policen ansteigen. Das führt Sie in Entsetzen, Sie sind völlig außer Kontrolle, aber man weiß natürlich im Krankenhaus, wie man mit solchen Leuten umgeht. Man gibt ihnen was Gescheites zu essen, nicht? Ein leckeres Steak natürlich, es muss ein Rindersteak sein, mit schönen Krokettchen, mit ein bisschen Gemüse dazu. Und dann denken Sie so, Moment, irgendwas mit dem Klimawandel war doch auch mit diesem Fleisch, Rindfleisch und Klimawandel, das ist nichts für Sie. Sie wissen ja, dass da hinten oder vorne raus dieses Methan rauskommt und 18% sind Sie an zusätzlichen Treibhaus schon schuldig und sagen, nee, also das wollen Sie nicht. Aber Sie haben gehört, da soll es ja schon Abwandlungen geben. Hinten Schlauch rein, vorderen Schlauch rein, ein Ballon auf dem Rücken der Kuh. So könnte man das Methan abfackeln, also, oder beziehungsweise sogar noch auffangen.
jede Kuh läuft zukünftig damit rum und dann wissen Sie, diese Kuh ist also ökologisch schon etwas besser als die anderen. Ja, da gibt es mit der Kuh weniger Klimawandel. Aber es geht weiter. Sie hören dann auch noch, dass frische Eier von glücklichen Kühen kommen und dann denken Sie, irgendwas stimmt jetzt mit diesem Klimawandel überhaupt nicht mehr. Aber Sie erinnern sich, da war noch irgendwie was, was günstig ist, Hühlerindex, das ist, hat was mit Wein zu tun. In den nächsten Jahren wird der Weinanbau explodieren in Deutschland. Eine sagenhafte Droge, alle trinken nur noch Wein. Oktoberfest in München wird nur noch mit Wein durchgehen, weil das gibt es ja fast umsonst. Überall bauen sie Wein an. Sie erinnern sich, irgendwie hat doch ihre Familie ihnen zwei Fläschchen Wein unter das Bett gestellt. Sie sagen, jetzt kann ich es nur noch mit dem Wein aushalten. Eine Flasche leeren Sie in einem Zug und da bekommen Sie Ideen, was die Landwirtschaft in Zukunft machen könnte. Da gibt es ja noch viel bessere Drogen. Damit muss ich jetzt nur die Gesetze der Bundesrepublik ein bisschen verändern. Ja? Dann haben wir alle super Drogen und können diesen Klimawandel sowieso herrlich aushalten. Irgendwann ist Ihr Traum zu Ende oder Ihre Vorstellung und Sie wissen, Sie müssen sich irgendwie anpassen. Das war's. Lieber Herr Dr. Tirsch, ich hoffe, es war alles etwas übertrieben. Und ja, hoffe ich auch, ja. Und liebe Gäste, zu Ihrem Trost, es gibt ja nachher auch noch einen Alkoholempfang. So, bevor wir die Runde öffnen, zu Ihnen, liebes Publikum, und Sie Fragen und auch gerne Anregungen uns geben können, denke ich, es ist gut, wenn Cornelia noch mal auf die Bühne kommt, dass wir noch etwas Zeit haben, das alles zu verarbeiten. Cornelia. Ja, und es geht ja um Fragen und Cornelia. Also ich hätte gerne das, was Herr Tirsch heute zu Abend gegessen hat. Oder getrunken hat. Keine Ahnung. Also ich werde das nachher mal drüben empfehlen. Zitronensaft mit Wasser. Oh. Echt? Bombenstimmung. Ja, Bombenstimmung. Das war beeindruckend gerade. Ja, Cornelia stellt jetzt auch eine Frage und mal auf eine etwas andere Art. Ein sehr, sehr schöner Song von Hubert von Geusern. Hörst das nicht? Und ich hoffe, es gefällt Ihnen. Hörst das nicht, wie die Zeit vergeht, hol ja die Jungen sind heute wach
harter Tobak. Wie geht's Ihnen denn so? Haben Sie Fragen? Also, ich finde zum Beispiel Ihre Reaktion, es ist ganz, mir ging es auch so, ich wusste gar nicht, soll ich jetzt wirklich, ne? Man kann nur noch aus Hilflosigkeit auch eigentlich wirklich ins Lachen ausbrechen. Aber wie verarbeiten wir denn sowas? Also natürlich, wir hoffen jetzt, dass es etwas übertrieben war. Und vielleicht, ich habe so das Gefühl, Herr Thirsch, in Ihnen steckt auch noch so ein kabarettistische Ader. Also Sie haben da Talent. Da sollten Sie auch noch mal drüber nachdenken. Ja, vielleicht nach der Pensionierung. Ja, naja. Aber ein Wahrheitsgehalt ist ja so oder so drin. Also, oh, das war schon ganz realistisch, was ich Ihnen da eben gehört habe. Ja, also, die Message ist auf jeden Fall, uns bleibt nicht viel anderes übrig, als uns auch anzupassen. Und der Mensch kann sich ja auch, wie wir gesehen haben, gut anpassen. Was ich übrigens noch erwähnen wollte, können Sie das verifizieren? Ich habe es gelesen, dass wir gerade uns in der sechsten Welle des Artensterbens befinden und dass es das aber schon fünfmal gegeben hat, ein großes Artensterben, nämlich innerhalb von 540 Millionen Jahren. Also ich bin jetzt kein Biologe und ich habe mich damit auch nicht beschäftigt. Ich weiß nur, dass es ein wahnsinniges Insektensterben in Deutschland gibt. Ja. Ich habe schon seit Jahren bei mir keine Bienen, also keine normalen Bienen im Garten, sondern nur noch höchstens Wildbienen oder Hummeln. Aber ich weiß, dass es nicht weit von mir schon auch Bienen gibt. Aber klar, irgendwas läuft ja schief. Ja, also ich habe die Info, dass 150 Tierarten, also das habe ich recherchiert in mehreren Ecken, 150 Tier- und Pflanzenarten jeden Tag unseren Planeten verlassen. Also ja, aber was geht es mich an? Also ja, es ist mir, kann mir doch völlig wurscht sein. Nee, ich bin hier auf Moment, ja? Lassen Sie mich doch mal so salopp das sagen. Ich bin hier auf Schloss Montabaur, mir geht's gut. Ich vermisse keine Insekten hier oben. Ich vermisse auch keine Vögel, die es dann weniger gibt. Die Frage ist, wann bin ich betroffen? Wann bin ich vom Artensterben betroffen? Das ist doch der Punkt. Mhm. Also Rehe im Wald sehe ich sowieso sehr selten und wenn es die nicht mehr gibt, na gut, Hauptsache es gibt die Bäume noch. Ja. Das ist für mich so der Punkt. Wann bin ich betroffen? Und erst wenn ich betroffen bin, dann gehe ich auf die Barrikaden, eventuell. Vielleicht sage ich auch, naja, darauf kann ich trotzdem verzichten. Aber das ist doch, ich muss betroffen sein. Ja, und so ein paar Insekten, die da weniger rumspüren, ich mache mir Sorgen, weil ich bin sehr, selber sehr, sehr naturverbunden. Aber eigentlich... Genau. Naja, was heißt, in China gibt es auch keine Bienen, nicht? Es gibt vielleicht kein Obst mehr, weil die Bienen die Obstbäume nicht mehr befruchten. Und, Nein, so weit wird es gar nicht kommen. Ach, so weit wird es nicht kommen. Weil sie werden zwangsverpflichtet, mit dem Pinsel an die Bäume zu gehen, genauso wie man das... Ja. Das macht man in China. Genau. Das ist richtig, ja. Da habe ich außerdem gibt es bei uns natürlich eine große Windbestäubung. Wind bestäubt auch sehr viel. Aber trotzdem, irgendwas wird sich verändern und sie werden betroffen sein, ob sie es wollen oder nicht. Davon gehe ich mal aus. Ja, das wäre schön. Ja, das wird so sein. Aber ich denke, ich habe einen anderen Aspekt, den ich gerne ansprechen möchte. Wir in unserem schönen Deutschland oder in unserem schönen Europa, wir machen uns ganz viele Gedanken, wie wir alles besser machen können. Wir überlegen über Nachhaltigkeit, über ökologische Systeme und so weiter. Und dann gehen Sie mal nach USA oder gehen Sie mal nach China oder in andere Länder, auch alles erste Welt, was da für ein Raubbau auch mit Ressourcen betrieben wird, mit den Autos. Die haben dieses Umdenken noch gar nicht verinnerlicht, so wie wir das haben. Die produzieren einen Müll, allein beim Frühstück, beim ganz normalen Familienfrühstück, die schmeißen danach alles weg.
Das ist bei uns überhaupt nicht der Fall. Wir haben eine ganz andere Denkweise in ganz vieler Hinsicht. Das finde ich aber schon. Ja, solange es aber bei Aldi alles nur in Plastik gibt oder bei, ich meine. Ja, aber bei denen gibt es auch bei Aldi alles in Plastik. Die zahlen keine 20 Cent für eine Plastiktüte und die kriegen alles im Supermarkt nochmal in extra 20 Tüten alles verpackt, was sowieso alles schon in Plastik ist. Also da finde ich, da wäre ein ganz großer Ansatz, aber. Wie? Die machen sich keine Aber Gedanken. Der Ansatz muss doch bei uns sein. Es ja, nützt doch nichts, natürlich. Wenn wir uns darüber aufregen, was die Amerikaner natürlich, machen. Natürlich, aber wir können uns aufregen, so viel wir wollen. Solange es solche Länder gibt mit solch einer Gewalt und solch einer riesigen Fläche und solch einer riesigen Bevölkerung, dann. Sie meinen, Sie wollen gleich weltweit was ändern? Nein, wird sich aber nicht wir können halt nur. Ja. Think big, act small. Ja, aber ist doch okay. Ja. Also, wenn wir einen Weg finden, ja, der, sagen wir mal, ein bisschen ökologischer ist, der nicht so viel versaut, wo wir nicht so viele Ressourcen verbrauchen, dann sind wir erst einmal auf dem richtigen Weg. Bin ich ja bei Ihnen. Und ich meine, die Chinesen, die in Bezug auf die erneuerbaren Energien, sind die Chinesen ja schon auch auf einem guten Weg. Die investieren so viel Geld da drin, wie nirgendwo auf der Welt. Ja? Aber sie haben natürlich auch in den letzten 15 Jahren jede Woche ein Kohlekraftwerk noch ans Netz gebracht. Ja, und sie fahren anstatt die Millionen von Fahrrädern, fahren sie eben jetzt alle Millionen Autos. Muss man auch sehen. Frau Hartmann würde gerne dazu was sagen. Ja. Also zwei Dinge würde ich gerne dazu sagen. Zum einen ist es ja nicht einfach ein Zukunftsszenario, sondern die Katastrophe ist schon da. Die ist nicht bei uns, die ist woanders. Und sie ist da und sie ist jeden Tag da und ich habe sie gesehen. Also sie ist in Bangladesch, die ist in anderen Ländern des Südens. Also wir sollten da uns mal von dieser Illusion verabschieden, dass wir da über irgendwelche Enkel sprechen, die wir nicht mehr miterleben, sondern daran denken, dass es tatsächlich heute schon viele Menschen betrifft. Das andere ist, Deutschland hat einen ökologischen Fußabdruck in der Welt. Es gibt ja den Erdüberlastungstag, das Global Footprint Network jedes Jahr ausrechnet. Das ist der Tag, an dem die Erde, dass alle Ressourcen, die noch naturverträglich, sozialverträglich abgebaut werden, verbraucht sind und die Kapazitäten der Erde, Abgase aufzunehmen, Müll aufzunehmen, auch verbraucht sind. Der findet jedes Jahr früher statt. Der war vor 15 Jahren noch am 18. Oktober oder 8. Oktober, relativ spät im Jahr. Und jetzt in den letzten 5 Jahren geht es immer rapider. Da geht es vom, ich weiß es jetzt nicht mehr auswendig, ich glaube, mittlerweile sind wir bei Anfang August. Mhm. Also das geht wirklich ganz, ganz schnell. Und Deutschland ist ein Land, wenn die ganze Welt so viel verbrauchen würde wie Deutschland, dann bräuchte es 3,1 Planeten. Also Deutschland hat einen irrsinnigen großen Fußabdruck und auch dieser Lebensstil, der jetzt lustigerweise immer in die USA gezeigt wird, gut, da gibt es ihn schon sehr, sehr lang, aber auch nach China gezeigt wird. Es gibt kein Land in Europa, in dem so viele Autos rumfahren wie in Deutschland. Und es ist nicht nur, dass so viele Menschen Autos fahren, sondern auch, dass es die deutsche Politik ist, die auf europäischer Ebene immer und immer wieder dafür sorgt, dass eine andere Mobilität durchgesetzt werden kann. Also mein guter Freund Bodrul aus Bangladesch, der Leiter der Kleinbauernbewegung, den frage ich auch immer wieder, was können wir tun? Und er sagt immer, ihr müsst bei euch zu Hause kämpfen. Ihr müsst bei euch zu Hause die Dreckschleudern bekämpfen und die Politik, die das zulässt, bekämpfen. Und tatsächlich ist es, glaube ich, im Verhältnis so, ich hätte das kürzlich gelesen, dass im Verhältnis sehr viel mehr Autos in Deutschland rumfahren, also sehr viel mehr Menschen Autos besitzen, vollkommen selbstverständlich besitzen, als in China. Und alleine in München, in der Stadt, in der ich wohne, ich war kürzlich in den Bergen, als es schön Wetter war, ich war auf einem Gipfel, in dem man eigentlich nur in die Berge reinzieht, aber man konnte München sehen, weil ein schöner, grauer Nebelstreifen am Himmel war. In München alleine hat sich die Zahl der Autos in den letzten 5 Jahren von 600 irgendwas tausend auf über 800.000 vergrößert, was vollkommen irrsinnig ist. Die Stadt ist verstopft. Ich weiß nicht, warum sich keiner aufregt, wie viel Platz diese Autos überhaupt einnehmen, mal von diesen ganzen, vom Feinstaub und Diesel und so ganz abgesehen. Aber trotzdem beharrt die ganze Politik auf Individualverkehr anstatt
Autofrei ist ja mein Traum, autofreies München. Das wäre oder mal großartig, mit autofreien Sonntagen anzufangen, wie es das ja auch schon mal gab in einer Zeit. Also ja, da gibt es hier schon sehr, sehr viel mehr. Aber zu glauben, die sind noch nicht so weit wie wir. So weit sind wir, glaube ich, lange nicht. Und abgesehen davon, dass natürlich deutsche Industrie, Investment aus Europa natürlich auch in China, also dass auch davon da sehr viel Geld verdient wird. Deswegen... Ja, da schön ist es nicht natürlich, da gebe ich Ihnen völlig recht. Ja, aber die Probleme sind doch alle hausgemacht. Und ich kann hier den Aufstand proben. Die Politik macht nicht mit. Die Agrarwirtschaft ist mittlerweile Industrie mit einem riesen Lobbyistenapparat in Berlin. Und wenn da nicht mal mehr transparent geschaffen würde, was aber nicht im... oder lediglich den Abgasskandal, wie der vom Tisch gewischt wurde. Das ist doch, doch unbeschreiblich. Ja. Ja? Und die sind alle hausgemacht. Und ich bin auch dabei, dass wir hier was ändern müssen. Aber da müssen wir noch ganz andere Arbeit leisten, um die Menschen zu begeistern, die Politik zu zwingen, dass sie da was ändern. Und das ist meiner Ansicht nach auch eine gewisse Kapitalismuskritik, die hier fehlt. Klar. Ja, ich habe eine Frage an Herrn Tirsch. Sie haben zu Anfang ganz richtig erklärt, Wetter und Klima, das sind zwei Dinge, die man ein bisschen auseinanderhalten muss, obwohl sie ja auch irgendwie miteinander zu tun haben. Wir haben ja das Klima als eine rechnerische Ergebnis und Statistik aus den gemessenen Wetterdaten, die täglich weltweit irgendwo erhoben werden. Und die ganze Diskussion um den Klimawandel stützt sich ja letztlich auf Statistiken, die in diesem Szenario erhoben werden und dann mit Computer bearbeitet und auch in die Zukunft auf viele Jahre hochgerechnet werden. Das heißt, wir haben ja hier eine theoretische Überlegung. Jetzt gehen wir heute hin und fragen nach, wie können wir dieses Szenario, was wir uns da so konstruieren, beeinflussen, dass es so nicht eintritt. Und dann guckt man, was sind da für Faktoren, die zum Beispiel auch die Menschheit, die Menschen selbst daran einen Anteil haben. Und wenn man heute ein Auto kaufen geht, dann sind es erstmal das Schild über das CO2. Oder wenn Sie hier einen Berg hochgehen zur Vorstellung, da haben Sie Angst zu atmen, dass Sie zu viel CO2 vielleicht machen. Und lachen Sie nicht, der Herr Schellenhuber hat hier in seinem Artikel sogar drinstehen, dass jeder einzelne Mensch auf der Welt ein Budget und so viel Menge CO2 haben sollte. Also sind interessante Extrapolationen da möglich, vielleicht eine andere Form von Bevölkerungskontrolle. Was mich aber interessiert ist, das Wetter ist ja eine Angelegenheit, so habe ich es in der Schule gelernt, die am Äquator entsteht. Die Sonne kommt da runter und die macht dann entsprechende, wir haben ja 2/3 der Erdoberfläche dort als Wasser, Wasserdampf, dann gibt es die Erdveränderung, die Winde und alles. Und wenn also die Sonnenaktivität zunehmen würde, würde auch mehr Wasserdampf entstehen. Und Wasserdampf, das kennt jeder, wenn abends da die Wolken sind, ist es nachts nicht so kalt, als wenn keine da sind. Also Wasserdampf sind zum Beispiel Dinge, die eine Veränderung des Wetters und dann auch in der Statistik des Klimas machen. Meiner Meinung nach ist es nicht CO2, weil das sind nur 0,04%. Und selbst wenn wir da 100% mehr produzieren würden als Menschen, ist das immer noch ein geringer Ansatz. Also es sind andere Faktoren. Und worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Wenn man ein Problem hat, was dann man darf ich Sie mal will, kurz unterbrechen. Ja. Wie kommen Sie denn darauf? Das wie kommen Sie darauf, dass dieser geringe Anteil von CO2 nicht so einen großen Effekt hat? Bitte? Wie kommen Sie darauf, dass das CO2 mit 0,04% nicht so einen großen Effekt hat? Wir haben 0,04% in der atmosphärischen Luft derzeit. Genau. Und wenn es gibt Überlegungen, dass der Mensch 30% da Zunahme gemacht haben, das ist über 0,056, vielleicht sind wir auch bei 0,06%. Ja. Also die Zunahme ist sehr gering, ja. Ich will darauf hinaus, dass zum Beispiel Aerosole und Wolken sehr viel mehr die Temperatur halten werden. So, ja.
Wenn wir also irgendeine Veränderung als Menschen machen wollen, sollten wir erstens die richtigen Ursachen benennen, damit wir das Problem auch wirklich lösen und nicht die falschen Ursachen, es gibt falsche Lösungen oder gar keine. Und zweitens frage ich mich, wie wollen wir das Wetter verändern, das durch die Sonne gemacht wird? Vielleicht können Sie mir darauf eine Antwort geben, da stehe ich immer im Zweifel. Und wenn ich mir heute so Szenarien wie auch von Ihnen anschaue, dann weiß ich nicht, ob das jetzt ehrlich gemeint ist oder ob hier was anderes versucht wird. Vielleicht können Sie mich da mal ein bisschen aufklären. Ja, sehr schwierig. Einfach deshalb, weil Sie gehen ja von völlig falschen Voraussetzungen aus. Also das Wetter wird nicht am Äquator gemacht, sondern das Wetter wird gemacht, tatsächlich, da haben Sie recht, dass die Sonne auf die Erde scheint. Und im Wesentlichen ist es vor allen Dingen die Erddrehung, die unser Wetter verursacht, in den verschiedenen Formen auf der Erde. Und es gibt immer einen indirekten Austausch zwischen den Tropen und den arktischen Gebieten. Und wir leben halt in so einer gemäßigten Zone mit Westwinden. So, die erste große Änderung, die jetzt eingetreten ist, ist, dass das arktische Eis abtaut. Und das taut einfach ab, weil es wärmer geworden ist. Moment, das ist auch nicht richtig. Das antarktische Eis, Sie haben recht in dem Fall, dass man sagt, die Niederschläge in der Antarktis sind größer geworden, es fällt mehr Schnee, das ist richtig, weil es einfach wärmer geworden ist. Aber das Abkalben der Ross-Eisschelf-Gebiete hat enorm zugenommen. Das heißt, hier stellen wir plötzlich ein, obwohl wir nie dachten, dass das tatsächlich kommt, weil wir dachten, die Antarktis wäre viel stabiler, wir stellen plötzlich fest, dass riesige Eisgebiete abkalben und sich langsam auflösen. So, also, ich bin bei der Arktis. Die Arktis taut in den Sommermonaten August, September sehr stark ab. Nordostpassage ist frei, der Seeweg an Sibirien vorbei, die Nordwestpassage an Kanada vorbei, nach Asien über die Beringstraße. Jetzt hat das dazu geführt, dass wir plötzlich völlig andere Zirkulationsmodelle haben. Wir haben immer Westwinde bei uns gehabt. Und was wir seit etwa 10, 12 Jahren feststellen, ist, dass die Süd- und Nordkomponenten dieser Strömung zunehmen und dadurch bei uns auch die Extreme. So, Sie haben recht, wenn es wärmer wird, wird auch mehr Wasser verdunstet, völlig klar. Und Wasserdampf ist ein wahnsinniges Treibhausgas. So, jetzt muss man nur wissen, was passiert denn jetzt mit dem Wasserdampf? Geht das in höhere Schichten oder bleibt es weiter unten? Wenn es weiter unten bleibt und Wolken produziert, dann würde es im Prinzip in den unteren Schichten der Atmosphäre kühler werden. Wird es sich aber oben bilden, in 10, 12 Kilometer Höhe, werden sich dort Wolken bilden. Und das nimmt man im Moment eher an. Dann würde es noch wärmer werden, weil dadurch zwar die kurzwellige Strahlung der Sonne durchgeht, aber die langwellige Strahlung würde noch zusätzlich gestrahlt. Aber man muss trotzdem davon ausgehen, dass die Gase wie CO2, Methan, Distickstoffoxid und auch noch Ozon dennoch zu dieser Erwärmung beitragen und wir diese Gase enorm in der Atmosphäre anreichern. Das ist erstmal der Auslöser, dass es plötzlich so wärmer wird. Ja? Also was heißt plötzlich? Wir haben einen CO2-Anstieg seit 1750, seit die Industrialisierung ist. Wir haben begonnen dort mit, ich sage jetzt mal 270 Teile von einer Million Luftteilchen. Wir sind jetzt bei 400. Das ist die Zunahme. Und die Temperaturzunahme ist vor allen Dingen recht groß gewesen in den letzten 30 Jahren, ja, nämlich ungefähr 0,7 Grad. Und insgesamt sind es fast 1 Grad inzwischen, weltweit im Schnitt, ja, von einem Mittelwert. Ja. Wenn man nach Italien geflogen ist, da sieht man den alten Freischichten von den sich ausbreitenden Aerosolen und so weiter. Und wenn ich dann das morgens hier aufschwinge, blauer Himmel, und zwei Stunden später fliegt ja alles groß in Frankfurt, was weiß ich wie, habe ich genau diesen Schleier. Und dieser Flugverkehr hat in den letzten 30 Jahren natürlich enorm zugenommen, ich spreche über Deutschland. Ja. Aber was versucht wird, ist ja global.
weltweit diese Temperatur irgendwie zu beeinflussen. Ja? Und zu sagen, okay, wir wollen die Globaltemperatur, nicht nur in Deutschland, die Globaltemperatur senken. Ja? Ja, ja. Sie ist in meinen Augen auch nicht definiert worden. Was ist die ideale Temperatur der Erde? Und das sind alles für mich ein bisschen wachsweiche Geschichten. Deshalb wäre es wichtig, wenn wir über den Menschen verursachenden Klimawandel sprechen, wirkliche Ursachen zu benennen in ihrem Ausmaß, denn nur dann kann man da ansetzen und das verändern. Das spürt sich alles auf CO2 und das muss ich ein bisschen ablehnen, das ist zu wenig. Ja. Sie können ja ablehnen, was Sie wollen. Das bleibt Ihnen ja überlassen. Die Wissenschaft ist natürlich ein bisschen weiter jetzt. Dieses CO2, man hat diese Klimamodelle laufen lassen, zurücklaufen lassen und hat gesagt, wir entziehen der Atmosphäre CO2 und lässt die Klimamodelle einfach dann mal mit weniger CO2 laufen. Und hat festgestellt, wenn der Mensch dieses CO2 nicht in die Atmosphäre geschafft hätte, dann hätten wir inzwischen eine Abkühlung haben müssen, weil wir gehen eigentlich in die nächste Eiszeit rein. Wir haben eigentlich aber eine Erwärmung. Das heißt, die Klimamodelle haben sehr gut das Klima der letzten paar Jahrhunderte sehr gut berechnet. Und jetzt haben wir die Erwärmung. Deshalb können Sie davon ausgehen, dass das CO2 ein großer Indikator für die Erwärmung ist. Ja, vielleicht haben... Bitte sehr. Frau Czatak hier. Achso, okay. Ich fühlte mich immer wieder sehr entmutigt durch die vielen Fakten, die uns über die Medien gesagt werden bezüglich katastrophaler Aussicht, bezüglich Klima, und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich nur bei mir anfangen kann, und deshalb mache ich so ein paar Spiegelstriche und rattere es einfach durch. Wenn ich im Supermarkt einkaufe, kaufe ich grundsätzlich nichts, was in Plastik eingepackt ist. Das ist ein kleiner Job, aber es funktioniert doch besser, als es bei den meisten die Gewohnheit ist. Wenn ich ein paar Mal frage, ob es auch kleine Tütchen aus Mais gibt statt aus Plastik, dann bemüht sich der Supermarktleiter, das zu bestellen. Solange, bis das noch nicht passiert ist, habe ich kleine Taschen aus Gardinen gekauft im Bioladen, in denen ich immer Obst und Gemüse einpacke. Ich brauche also keine Tüten mehr nutzen. Wenn ich 3 oder 4 Mal frage, kann ich die Biogurke vielleicht auch nicht in Plastik eingepackt bekommen, dann kriege ich demnächst auch nicht eingepackte Gurken. Wenn ich mich im Biomarkt umschaue und schaue, was ich tatsächlich dort brauche, dann reduziert sich das auf ein klitzekleines Regal. Und die Artikel, die ich dann wirklich schätze und brauche und die mir wichtig sind, die kaufe ich im Bioladen. Es ist nicht teurer als im Supermarkt, vielleicht etwas teurer. Wenn ich mich aber bewusst ernähre, kann ich das gut ausgleichen. Die Kleidung, die ich habe, ich lege Wert auf schöne Kleidung, auf hochwertige Kleidung, die kaufe ich entweder natürlich im Geschäft oder in ausgewählten Secondhand-Läden, oder ich bestelle es im Internet, und wenn ich dort Made in China im Artikel gezeigt bekomme, frage ich dort nach, wie denn die Herstellungsbedingungen sind, und bekomme dann von der Firma auch eine Antwort. Das heißt, ich bemühe mich, entspannt zu bleiben. Ich bemühe mich, das alles möglichst in meinem Verhalten zu tun, was geht. Ich muss nicht meinen Wohlstand mit einem großen Auto zeigen. Es tut es auch ein kleines. Und so weiter und so weiter. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, positiv mit wenig Zeitaufwand sein Leben darauf einzustellen, um möglichst den Fußabdruck kleiner zu halten. Ich bin aus beruflichen Gründen öfter in Nepal und kann das bestätigen, was der Herr Tisch sagt. Ich kann aber auch sagen, oder allen, die hier im Raum sind, sind vielleicht 150 Menschen, wenn die das alles machen würden, was ich mache schon nicht viel, aber diese kleinen unter Spiegelstrich gesetzten Anregungen, wenn die eingehalten werden würden, kämen schon ordentlich was zusammen. Außerdem bin ich sicher, dass jeder von uns im Monat 28 Euro erübrigen kann für ein Patenkind. Ich habe mein Patenkind in Nepal besucht, also ich kann alle nur ermutigen, wenn man jammert über die Welt, die außerhalb uns liegt und so schlecht ist, kann man da auch wirklich sehr leicht handeln. Die Projekte dort sind wunderbar.
die Familien werden unterstützt, sich selber zu helfen und so weiter und so weiter. Es gibt die Aktion Kampakt. Kampakt kann man ja, sich regelmäßig über E-Mail zukommen lassen und zum Beispiel Petitionen einrichten, unterschreiben gegen die Atom-, gegen die Kohlekraftwerke und so weiter und so weiter. Ich glaube, man muss einfach ein bisschen die Augen aufmachen und Lust dazu haben, kleine Sachen zu tun, die man tun kann. Ich frage mich, wir sind im Land Wilhelm von Raiffeisen. Und ich frage mich, warum in unserer wunderbaren, schönen Natur das nicht installiert werden könnte, was früher in der DDR möglich war, Kolchosen, also landwirtschaftliche Betriebe, in denen wir uns selber versorgen. Es wäre so vernünftig, es wäre so gut, auch Arbeitsplätze zu schaffen. Also es gibt viel zu tun und ich hoffe, noch mehr packen das an. Vielen Dank. Sehr schöner Beitrag. Frau Tatak, hier vorne war noch eine Meldung. Genau. Ja, das war eigentlich ein sehr schöner Beitrag. Ich müsste eigentlich meine Wortmeldung zurückziehen, weil es genau auf den Punkt hinweist, der mir wichtig erscheint. Jeder kehre vor seiner Tür und prüfe sein eigenes Verhalten. Und es ist ja hier heute Abend viel vom guten Menschen die Rede gewesen. Jeder Mensch ist nutzenorientiert, jeder Mensch ist vorteilsorientiert in unterschiedlicher Ausprägung. Und jeder, ich glaube, Herr Thiersch, Sie haben es angesprochen, es bedarf der Betroffenheit. Wenn vorhin die Rede davon war, dass dann, wenn das alles so schlimm kommt, wie Sie es geschildert haben, nur noch ein paar Eliten das überstehen werden, dann möchte ich darauf hinweisen, dass alle, die hier im Raum sind, insoweit zu den Eliten zählen. Weil das, was sich weltweit tut und die Veränderungen, die klimatisch kommen, werden die europäischen, wird das europäische Terrain zum Schluss betreffen. Daran müssen wir, glaube ich, denken. Der zweite Punkt, der mir wichtig erscheint, als ich geboren wurde, ich bin jetzt 66, gab es auf dem Globus 1,5 Milliarden Menschen. Jetzt sind wir bei 8 Milliarden. Und noch ist es so, dass Europa 8% der Weltbevölkerung hat, inzwischen nur noch, muss man sagen, das geht dramatisch zurück. Noch haben wir in Europa 25% der weltweiten Industrieproduktion oder des Bruttosozialproduktes. Das verändert sich dramatisch. Und ich glaube, wir müssen auch der Tatsache ins Auge schauen, dass wir schon lange nicht mehr das Zentrum der Welt sind und der Nabel der Welt sind. Für mich hat die Veränderung, die ich beim Einzelnen, diskreditieren Sie den Verbraucher oder den Konsumenten nicht so, dort liegt nämlich der Schlüssel. Dort beobachte ich in vielen Diskussionen eine Doppelbödigkeit. Man müsste etwas tun. Und wenn Sie dann im Sinne des Beitrags gerade das individuelle Verhalten nacherfragen, dann bekommen Sie Antworten, bei denen Sie feststellen müssen, das hat aber gerade mit dem so groß herausgestellten Anspruch, man müsste etwas tun, nichts zu tun. Erwarten Sie im Übrigen nichts von der Politik. Das hat für mich am Ende Verbraucherverhalten auch sehr stark mit Bildung zu tun. Mit dem Wissen um die Dinge, mit dem Wissen um die Hintergründe. Wenn Sie keine Betroffenheit haben, wenn Sie die Nutzenorientierung nicht bedienen und wenn das Ganze nicht gepaart wird mit Bildung, dann können wir diese Diskussion führen. Wir stellen nur leider fest, eine Lösung haben wir nicht. Wir kriegen auch keine Veränderung bei den Menschen hin. Und das war eine erkenntnisspendende Begegnung, aber ich bin fast geneigt zu UNU. Ja, liebe Gäste, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und aufgrund dessen, dass es auch ein sehr klares Statement war und wir sehr viele unterschiedliche Beiträge gehört haben an dem heutigen Abend, glaube ich, wo Sie gerade gesagt haben, und nu, ich glaube, genau das ist die Situation, in der wir auch als Gesamtgesellschaft im Moment stecken, weil es ist so viel und man weiß gar nicht, wo soll man anfangen und wie kann man diese ganzen Veränderungsprozesse überhaupt jetzt angehen oder so schnell angehen, wie sie notwendig wären. Es ist in der Tat eine, vielleicht eine gewisse Ratlosigkeit da. Trotzdem, das ist auch meine Meinung, ist es ganz wichtig, dass wir bei uns anfangen. Das können wir ja nur. Wir sind ja nun ein Teil des Ganzen. Und dass wir wach und bewusst bleiben und uns nichts egal ist,
Nicht egal, was wir sagen, was wir tun und was wir denken. Das wäre ganz fatal. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir eine engagierte Zivilgesellschaft werden oder werden sollten oder müssen, sodass wir eine Chance haben, dass wir wirklich ja, den Samen säen können für die nächsten Jahrzehnte, dass es in eine Richtung geht, die eine Zukunftsfähigkeit überhaupt noch zulässt für die nächsten Generationen. Und wir einfach sehen, dass wir auch in dem Jetzt, im Hier und Jetzt mit uns, mit unserem Miteinander wach und sensibel umgehen. Und tun können wir was. Und das ist meine Meinung. Und es gäbe noch ganz, ganz viele Themen heute Abend. Das sehen Sie ja, es ist so viel da. Und ich bin mir sicher, dass Sie heute Abend anders hier rausgehen, als Sie hier reingekommen sind. Denn da ist sehr, sehr viel zum Überdenken und zum Nachdenken. Zumindest hat es das auch bei mir nochmal ausgelöst. Ja, liebe Gäste, ich darf mich ganz herzlich bedanken für den heutigen Abend, für die Gastgeberschaft und ich möchte auch danken den vielen, die überhaupt an dem Abend, dass der Abend gelingt, mit beigetragen haben in der Vorbereitung. Es war nämlich eine längere Vorbereitung. Herr Saal, Frau Czatak, Herr Gies, Herr Kamper, WWTV, die Buchhandlung Reufel, Fritz Lietsch für die Auslage oder das Sponsoring der Hefte, Forum Nachhaltig Wirtschaften. Und ich darf mich natürlich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, liebe Gesprächsgäste, Herr Tirsch, Herr Pirschel, Frau Hartmann. Und vielleicht werden wir noch einiges im Nachklang auch in kleinen Gruppen diskutieren. Sie sind alle herzlich eingeladen noch auf einen kleinen Sektempfang. Und ich denke schon, dass wir untereinander noch sehr anregende und wichtige Gespräche führen werden. Seien Sie herzlich bedankt. Und bevor wir enden, wird Cornelia noch einmal den musikalischen Abschluss des heutigen Abends geben. Liebe Cornelia, bitte sehr. Ich mag gerne das Wandeln zwischen Pop und Moderne und dass man moderne Songs auch mit Harfe interpretieren kann, zeige ich Ihnen jetzt mit Addicted to You. I don't know just how it happened. I lay down my guard, swear I'll never fall in love again. But I felt hard. Guess I should have seen it coming, caught me by surprise. Didn't know where I was going. I fell into your eyes. You came into my hit me back, you will flow into my way. I'm addicted to you, hooked on your love, powerful drug, can get another. Lost in your eyes, drowning in blue, out of control, so what can I do? I'm addicted to you. Addicted, addicted.
Dankeschön. Last but not least, ein Song, der so ein bisschen den Abend abschließen darf. Hear the Word von Michael Jackson. There are people dying.
Vielen Dank. Ich nehme direkt noch einen, Frau Czatak. Wie schön. Liebe Cornelia, herzlichen Dank. Schön, dass du da bist. Liebe Frau Hartmann. Oh, schön. Ja. Vielen Dank. So, das ist für die Herren. Ist das so schwer? Oh. Herr Dr. Tirsch, ein gutes Tröpfchen. Und Fleisch? Bitte? Kein Fleisch. Da können Sie ja dann ein Fleisch zu essen, lieber Herr Tirsch. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank. Achso. Ja. Sie haben ja das Richtige. So ein Pfund hat's. Sie haben ja Gemüse. Vielen Dank. Und ein herzliches Dankeschön an die Gastgeberin des heutigen Abends, Frau Zimmermann. Dankeschön. Liebe Gäste, Sie sind eingeladen noch auf einen Sekt. Und ich glaube, es sieht so aus, Sie haben Lust, auch noch hier zu bleiben und noch zu sprechen. Das sehe ich. Also da sind noch viele Fragen und tun Sie sich zusammen, sprechen Sie, darum geht es. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Vielen Dank.